Howdy, Partners, and welcome back to FSL Season 3. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hänge hier gerade im TS rum. Ich habe gedacht, ich könnte einfach ein bisschen früher anfangen. Also wir werden ja gleich noch spielen, aber ich habe gedacht, wir fangen einfach ein bisschen früher an. Dann haben wir gleich dieses Panische nicht, ne? Wenn es in die Spielerei geht und Server hier raussuchen und was weiß ich nicht alles. Also von daher habe ich gedacht, ich fange einfach ein bisschen früher mit euch ein. Ne? Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch hier in so ein anderes Bild schalten muss. Deswegen werde ich mal eben hier noch eine Quelle hinzufügen, ein Bild. Und dann werde ich zwischendurch vielleicht mal die... Mal eben gucken, ob ich da was habe. Ja. Genau. Dann werde ich euch das zwischendurch mal einblenden, so dass wir... Trotzdem. Ah, pass auf, ich kann aber die Webcam da drüber ziehen, ne? Machen wir das so, Moment. So, hier, Padouts. Season 3, ne, Freunde? So sieht das aus hier. So. Wie gesagt, da können wir gleich mal zu den anderen Kollegen reingehen. Es wird ja irgendwie noch eine. Wie gesagt, wir müssen ja auf dem Server beitreten und da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Infos kriegen, ne? Ich grüße erstmal tatsächlich alle meine lieben Moderatoren, die jetzt schon wieder da sind. Ne, alle, die in Blau hier schön. Also bei mir sind sie in Blau, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hier Hashtag Moderatorenlob. Ne? Die geben sich immer alle Mühe, hier alle bei Laune zu halten. Den ganzen Abend. Auch wenn dem alten Cowboy hier die Nase wieder juckt. Ja. Ihr seid blau, so sieht es aus. So, und dann natürlich eine herzliche Grüße an die ganzen Kanalmitglieder, die Platzhirsche, Böcke und Hirsche. Schön, dass ihr auch wieder da seid, so zahlreich hier erschienen seid. Und natürlich auch an den ganzen Rest der Mannschaft, die hier schön in Weiß daherkommen. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Genau, wir machen heute Abend FSL. Ich bin mal sehr gespannt, wie die neue Karte sich so... tut. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, wir haben noch keine Taktiken, nix. Ne? Wir kommen hier ganz blanko drauf und wir haben auch noch nie in den Teams zusammengespielt. Ich weiß überhaupt gar nicht, welche Teams wir spielen werden. Ja, hallo zusammen alle, die jetzt auch noch dazugekommen sind. Und, aber wir können ja, ihr wisst ja, ne, bevor hier nicht die Däumchenparade losgetreten ist, können wir gar nicht anfangen. Hier, pass auf, wir machen das so. Ich gebe euch den Einsatz mit einem Trommelwirbel und ihr macht während des Trommelwirbels die ganzen Daumen nach oben. Da, Däumchen nach oben! Immer schön den Daumen blau für den Trommelwirbel, ne? Das, so viel Zeit muss sein. So, gucken wir mal, was die Kollegen sagen, wie weit die hier sind. Na guck, da immer mal was Neues bei der FSL. Ich habe es natürlich schon mal gespielt. Die alte Season, die neue Karte natürlich noch nicht, aber das ist auf jeden Fall mal was anderes, das kann man mal machen. Ne? Solltest du nicht uns nicht bei Laune halten, aber da hat es ja... Oh ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Ja, jetzt müsst ihr mich erstmal bei Laune halten. ja, Mike Oxlong, was soll ich sagen? Das ist... Ne, auf der Konsole ist tatsächlich LS Lite. Das sage ich immer wieder. Und sowas wie Kacke sagen wir hier nicht. Wir sagen ungünstig, find's nicht schön oder suboptimal. Solche Wörter kann man hier gebrauchen bei uns im Chat. Wir versuchen uns ordentlich auszudrücken. Ne? Ja, guten Abend an alle, die dazugekommen sind. Ne? Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Es steht hervorragend hier. Da gucken wir, was die anderen sagen. Ja klar, eigentlich schon, ne? Was denn? Moin Mario. Guten Abend. Abend. Ich soll mit dem Hänger in den Trigger fahren, um Mission zu machen. Natürlich, das geht aber nicht. Ihr habt ja letztens gesehen, wie wir gekämpft haben, weil teilweise Missionen gehen, wo die Kisten auf dem Kopf stehen. Moin, grüß dir. Hi. Wo die Kisten auf dem Kopf stehen, gehen Missionen. Und der eine ging's nicht. Also. Ja, klar, sicher. Ja. Wann und wie haben wir denn schon irgendwo im Discord oder so irgendwelche Server-Zugangsdaten? Habe ich gerade hier im TS geschickt.
ganz unten. Im TS, guck unter, mal. Unter Hofprodax, guck mal, da steht einmal Hofprodax. Der Name drin, wo ihr ihn findet und das Passwort. Bei Chocolate, können wir es reden. Boah, wie soll ich mir denn so ein Passwort merken? Ey, weißt du, 25 kryptische Zeichen mit drei Zahlen, ja, und Ausrufezeichen. Safety und first, Leute. Ja, safety first. Flippe aus, ey. So, also, wir machen aber hier weiter nachher später. Würde ich sagen, wechseln wir. Wir brauchen nur zwei Spieler, weil wir können keinen Trainingsmodus spielen, ne? Ja, ich weiß. Mal gucken. So. Und so, ich mache aber die Mission nach der Fessel fertig. Marpellar, willkommen im Stream. Habt ihr euch schon mal so ein bisschen mit diesen Perks und sowas ein bisschen auseinandergesetzt oder bisher gar nicht? Nein, gar nichts. Auf gar keinen Fall. Soll ich dann erstmal vielleicht ein bisschen was dazu gleich erklären, weil ich hab's ja schon gespielt. Oder du bist schon voll im Thema, oder was? Ja, ich hab schon gespielt Runden, ja. So, spielen, na klar, weiter. Voll der Cheater. Deutschland 2. Doch kein Cheater. Cheater war ein Affe und spielt bei Tarzan mit. So. FSL Bummelbären, da. Tournament Client, guck mal hier. Ja, es ist sehr professionell, sieht das jetzt aus. Du kannst auch direkt als Observer joinen, da brauchst du auch nichts mehr eingeben. Das ist der neue Modus, Leute. Ich hab falsches Passwort. Kamera Invert Y, look what? Wer ist denn Profi-Gamer? Meine Wenigkeit. Achso, du bist das, okay, alles klar. Ich hab falsches Passwort eingegeben. Ja, ja, okay. Ja, es ist schwierig. Ja. Einmal drin. Ah ja, jupp. Hast du schon Schweinchen verkauft, White Chocolate? Da würde ich ja nicht mit einem Traktor herumfahren. So, schauen wir mal direkt hier als. Der gehört uns, nichts gemietet und so. Auf die andere Seite. Das ist richtig, ja. Ist richtig, besser es ist. Es kann sein, dass ich nebenbei mal irgendwie, keine Ahnung, nicht kann oder so mein Fressen kommt. Ja, ja, habe ich vorhin gelesen, dass du noch. Ich hab da jetzt angerufen, hab gefragt, du, es geht auf die 3 Stunden. Ja, gute Leid, heute leider länger gedauert. Ja, ja, ja. Aber ist unterwegs. Ja, ja. Ja, und dann hab ich schon von Lieferando, weißt du, so eine Dings gekriegt. Ja, das Unternehmen geht davon aus, dass es angekommen ist. Guten Appetit. Ah ja, sehr gut. Wollte mal denken, danke. Ach so, liebe Leute, ihr wollt das auch sehen, ne? Vielleicht mache ich euch dann jetzt Küche. Aber jetzt mal was anderes. So, Kamera Dings, hast du was verändert bei der Kamera nicht, oder? Wer, ich? Ja. Das ist ja eine Einstellung für dich. Das ist schon klar. Nö. Gut. Nö, ich habe nichts geändert. Also, jetzt haben wir da Captain und dort, ja, weiß ich was. John einfach in irgendein Team. Ja, jetzt brauchen wir noch 2 Spieler, Leute. Ist irgendein Profi hier bei uns? Der Werner fehlt jetzt noch, oder? Werner fehlt noch. Und da brauchen wir noch einen weiteren. Wir brauchen noch einen Ansgar eigentlich, aber wir kommen ja anscheinend beide nicht. Ach, kommen jetzt beide nicht, okay. Ja, weiß ich nicht. Sie sind weil Werner hatte ja gefragt wegen Server. Ja. Das heißt, Werner wollte schon noch. Ja. Also sind beide nicht da. Ja, liebe Leute, so, dann können wir quatschen. Maria Hirschfeld, ja. Ich heiße überall Maria Hirschfeld, Leute. Also. Das ist ja der Hammer, dass du das noch nicht weißt, weil die Frauen auf den Pferden besser aussehen. Das ist einfach so. Ja, Stefan hat sich von Lukas sämtliche Tricks abgeschaut. Ja, das kann wohl sein. Aber guck mal hier, was ich Cleveres gemacht habe. Ich bin einfach bei den beiden, bei Stefan hier im Team gegangen. Da kann ich von den Besten lernen. So schaut das aus. Nein, das ist, ganz ehrlich, wir spielen das hier heute für Spaß, ne? Erste Mal hier in dem Ding, wenn Stefan schon vorbereitet ist, dann kann er natürlich groß auftrumpfen, das schauen wir mal. Am Ende des Tages geht es hier um Spaß. Genau, so ist das, Florian. Nicht immer den ganzen Tag den Kerl um den Hintern gucken beim Reiten, ne? Guten Abend, morgen mir. Nico, hi. Ja, es geht hier bestimmt gleich irgendwann los, ne? Also wir brauchen tatsächlich noch Mitspieler. Ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Ich nutze den GC Pferdehelfer. Ach ja, gut, das geht natürlich auch, ne? Sören, soweit ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Sascha, hallo. Dagome ist auch da. Und Paraguay Rick ist wieder da. Ein wunderschönen guten Abend. Ja, ist voll spannend, ne? Es hier jagt ein Highlight das nächste, ne? Das muss man schon noch festhalten. Du, du, du. Ja, gucken wir uns
gleich mal an, wie die neue FSL ist. Ich bin sehr gespannt. Wir dürfen gespannt sein. Also so viel kann ich sagen. Kostet 4 Punkte, dann haben wir einmal Unstoppable. Ne, das heißt, wenn du das auswählst, sind die 30% schneller, die Förderbänder. Dann hast du, also kostet 2 Punkte. Big Hall sind 5 Punkte, die du einsetzt. Da kriegst du einen MAN mit 48.000 Liter Anhänger. Der steht auch unten am Feld. Und kannst dann abfahren in der doppelten Geschwindigkeit. Das ist sowas für den Mario. Also was für Mario, ja. Oder auch für Randy. Randy fährt ja auch große Maschinen. Super dann haben, gut. Dann kennt ihr ja noch Transport Company, das kennt ihr ja noch, aus der vorherigen Season. Kostet auch 5 Punkte, da kriegt ihr den Anderson Loader. Und da gibt es Bottleneck. Das ist das, was der Captain auswählt. So. Was der Captain auch noch auswählen kann, ist, ob er ein Fahrzeug bereits vom Beginn an habt. Es gibt auch keinen, das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Ideal picke zu Beginn, ne, werden 4 Punkte von den 20 Punkten abgezogen. Und der steht dann direkt bereit. Heißt aber nicht, dass er nicht mehr in-game ist, sondern der steht auch da. Bedeutet, wenn du den dir von der Plattform runterfährst, hast du so 2 Ideals. Ja. Ne? Vom rein logischen her. Es gibt auch ganz viele neue Fahrzeuge. Ja. Es gibt auch ganz viele neue Fahrzeuge. Und was auch neu dabei ist, du kannst dir direkt entweder einen Drescher picken und eine Presse. Ne? Von vornherein kostet aber alles Punkte. Und du hast nur 20 Punkte zur Verfügung. Irgendwann sind die weg. Also am Anfang würde ich erstmal nichts picken, was ich da hinstelle. Das hat sich auch schon so herausgestellt, dass das erstmal keine gute Idee ist. Und auch wenn ihr Sachen raus... Nadine Heinisch, vielen Dank für die hier für deine Kanalmitgliedschaft. Ne? Willkommen bei den Platzhirschen. Von mir gibt es natürlich auch nochmal Clap Your Hands. Ne? Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Und danke für deinen Support. Nein, das sind einfach nur Pickpunkte. Gut, Das war das. Ja. Ich habe das am Anfang so ein bisschen, wie kommen die, du hast 20 Punkte, die du am Anfang verteilst. 20 Punkte hast du für das Team und jedes Fahrzeug oder jeder Bailer, alles das, was du wählst, kostet Punkte. Ja. Ne? Bedeutet beim Teampick, das macht ja der Captain, ne? Verwendet auf jeden Fall schon mal Punkte, um ein Team-Perk zu bekommen. Das sollte man auf jeden Fall auch nehmen, ansonsten ist man lost. Man kann auch sagen, man nimmt es nicht, aber das wäre halt verschwendet. Dann hast du auch noch Player-Perks, die nur für euch gelten. Ne? Da könnt ihr auch nochmal unterscheiden. Einmal zwischen Headstart, das heißt, alle Fahrzeuge, wo ihr einsteigt, könnt ihr direkt auf W drücken und die fahren direkt los. Ne? Ja. Das heißt, die fahren direkt ohne Motorstart los. Das gilt aber nur für den einzelnen Person, der den pickt. Das heißt, ihr müsst auch euch noch einen Player-Pick auswählen. Oh krass, das wird umfangreicher. Das ist auf jeden Fall umfangreicher, ja. Der kostet 1 Punkt, dann gibt es Runner, das heißt, du läufst quasi schneller, wenn du ausgestiegen bist. Kostet 2 Punkte, Sixth Sense, da siehst du die Drops 30 Sekunden, bevor sie fallen. Der kostet 3 Punkte. Under Pressure kennt ihr ja schon aus der vorherigen Season. Ihr braucht 90% nur der angegebenen, den vollen Ballen zu kriegen. Dann haben wir Archimedes. Das ist auch eine Neuerung. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas abkippt, läuft das sehr langsam. Wenn ihr Archimedes habt, kippt der, wie ihr es kennt, in gewohnter Geschwindigkeit ab. Wenn ihr aber fahrt und gleichzeitig abfahrt und abkippt mit dem Drescher in den Überladewagen, dann geht es schneller. Das ist richtig gut. Sehr, sehr komplex geworden. Also jetzt meine Frage mal. Strategien zu, ne? Ja, ganz, ganz viele Strategien. Sorry, dass ich die unterbreche, aber anderen melden sie. Gibt es jetzt Freiwillige oder blasen wir die ganze Geschichte ab? Warum abladen? Nö. Ich weiß es nicht. Im Moment hast du ja niemanden. Im Moment fehlen Leute, oder? Ja, ich... Also ich glaube nicht, dass das ein Problem sein sollte, da noch 2 Leute zu finden, oder? So Leute, schreibt mal in den Chat, wer Bock hat mitzuzocken. Ja. Und 18 ist. Und 18 ist bitte, ja, ganz wichtig. Also hallo Player, willkommen in den Stream. Wir brauchen noch 2 Spieler. Gibt bei mir niemanden unter 18. Ja, bei dir, da kannst du fragen, wer unter 40 ist. Das ist auch schon schwierig bei dir. Ich schlage Homer als FSL-Bundestrainer vor. Ja, ist genehmigt. Ja, Mahlzeit, danke, ne? Grüße. Da bin ich raus. Ach, Werner, moin. Also, wir brauchen einen. Da haben wir schon einen Spieler. Werner, Sie haben eine Verspätung. Wieso? Ich habe mich nach der Deutschen Bahn gerichtet, ich bin pünktlich. Ach so, ja. Wow. So, warte, ich poste nochmal, wir werden ja jetzt gerade reingehen. Ach, hast du schon gemacht. Von Österreicher uns sagen zu lassen, weißt du? Ja. So. Wir haben Verspätung. Ja, man braucht die erste, Und 18. Ja.
Ja, das dauert noch einen Moment. Okay, kein Thema. Ich habe gerade sowieso das komplexe Regelwerk erklärt, war noch nicht mal bei der Hälfte. Also nochmal anfangen? Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ganz sehr, sehr komplex. Ich ist glaube, taktisch geworden. Da musst du jetzt einiges mehr überlegen als in der Season 1. Hä? Ja, vor allem auch die Fahrzeuge. Es gibt kein Slide-Tuning und kein Chip-Tuning mehr, ne? Gibt's nicht. Ja. Ja, und dann die verschiedenen. Das haben Perks. Die jetzt rausgeschmissen? Ja, das gibt's nicht mehr, ne? Gibt's nicht mehr. Ja, schade, Mario. Wäre ich daheim, so auf Wurf, also gerade alle, mobil unterwegs. Ich habe meine ganze Strategie drauf ausgelegt. Was du auch hast, ist, du hast auch sogenannte Drops, die fallen können. Also so drei verschiedene Phasen: 12. Minute, 8. Minute und 4. Minute. Und in der 4. Minute kommen die Super Drops. Das ist richtig krass. Mega Monster Kill Drop. Nee, das bedeutet, beispielsweise, wenn du jetzt einen sehr hohen Rückstand hast. Und du sicherst jetzt zum Beispiel den Superdrop Bail Points, dann kriegst du x-beliebige Anzahl an Punkten. Einfach so gut geschrieben. Der First Bail kann jetzt auch bis zu 100 Punkte bringen. Je schneller du den First Bail ablieferst, desto besser. Das und es gibt ja sogar einen Perk, wo spawnt eben die Perks, die spawnen ja random, Jungs. So viel, dass ich auf der Map irgendwo spawne. Und es gibt ja einen Perk, was ich mitbekommen habe, wo du zum Beispiel drei zusätzliche Ballen bekommst. Ja, nicht nur drei, sondern mehr. Es gibt auch den Crazy Tool, da fährst du mit deiner Presse und auf einmal droppen da 20 Ballen raus. Wow. Als Beispiel, ne? Also es geht noch um Ballen. Ja, yeah, es geht immer noch. Also das auch, Spielprinzip da ist immer noch das noch gleiche. Da haben wir noch Chancen. Okay. Das heißt aber auch, es gibt einiges an Zufallsglück dabei. Ganz viel. Oh, ob das so clever war. Ja, aber ich habe, wie gesagt, schon einige Runden gespielt. Warte, ich schicke dir mal einen Link, Werner. Ja, das Ding ist halt, das darfst du Profis nicht erzählen, dass da Zufall mit dem Spiel ist. Die Spieler hast du schon. Ja. Die sind schon dahinter, die üben schon, weil was die meinen. Ich sag trotzdem, das darfst du Profis eigentlich, das könnte relativ schnell zu Frust führen. Ich bin mal gespannt. Wir werden heute Abend auf jeden Fall Spaß für 20 haben, das kann ich euch sagen. Und ich bin alleine, ne? Die anderen haben auch nochmal Spaß für 20. Warte mal. Ich denke, dass die Profis in der Zeit, Profis in der Zeit, dass da noch vielleicht da oder dort eine kleine Änderung kommen wird zwischendurch, oder? Dankeschön. Und dass da noch ein paar Anpassungen gegeben wird. Jetzt muss mal zuerst angefangen gespielt werden, mal gucken, wie das so durchgeht, das Ganze. Das ist das. Ja. Bin ich unter 50. Ja, guten Abend zusammen an alle, die nachgekommen sind. Ja, es geht gleich. Wir müssen ein bisschen ruhig bleiben. Das geht bestimmt irgendwann los, wenn wir hier ein bisschen spielen. Aber wir müssen natürlich auf Werner warten und dann wir brauchen auch noch einen sechsten Mann. Aber bei mir braucht er nicht reinschreiben. Die Jungs kümmern sich schon, ne? Da wird schon irgendwie einen da geben, der da Spaß dran findet, ne? Das ist so. Schwierig. Schwierig. Oh, was der Marsch, auch wieder Hauk noch. Ja, du willst doch, dass ich auf die Toilette gehe, ja? Warte mal, ist da irgendjemand gerade am Zocken von denen? Nee. Warte mal, ist irgendeiner von den anderen live? Ich guck mal gerade. Ach, ganz ehrlich, warum wird denn hier schon wieder direkt BG reingeschrieben? Was? Da steht FSL drin und ja. die schreiben mir in den Chat ja, klar. BG rein. Leute. Tausend. Oder 10.000. Oder 10.000. Ich guck mal gerade, ob ich irgendeinen. Werner, ihr seid Legion. Wollen wir mal Dingens fragen hier? Ob Felix Bock hat? Schreibt er mal. Redblix? Oh. Redblix, ja, frag ihn mal. Söderli. Oh. Warte mal, ist der 18? Natürlich ist der 18. Ja, klar. Er ist 23 oder so. Was? Echt? Ja. Ich finde, so, da sieht er nicht nah aus. Diskriminierung. Kill 30 willkommen stream. Biogas, nein. Burning Gamers ist damit gemeint. Biogas. Das sind einfach nur schlechte Menschen. Oh. Ich habe immer gefragt, mal gucken, ob er schreibt. Wer? Ja, was ist mit dir heute? Ja, guck mal, Maschira ist da. Ich habe jetzt nichts verstanden, was? Was mit dir heute? Warum? Scheint es ein wenig, deine Stimmlage ist ein wenig noch nicht angekommen. Kann sein, ja. Es war ein langer Tag, ja. Ja. So hört sich das auch an. War es langer Tag. Aber wir müssen den Jungs auch zeigen, Werner, wie das hier geht. Das ist gar kein Problem. Wenn der Giant Server mal schneller arbeiten würde, könnte man auch echt spielen anfangen langsam. Das ist richtig, ja.
Aber wir brauchen noch immer unseren sechsten Mann, oder? Ja, ich fahre gerade hier an. Ich denke, dass das in den nächsten Tagen auch Patch kommen wird mit so. Trainingsmodus. Warte, oder Frau gerade. Natürlich. Hier ja, keine Diskriminierung, ne? Oder Frau. Oder divers. Also Mann, genau. Frau, divers. Irgendwas brauchen wir noch. Rablix kommt. Oh nein. Rablix kommt aus unserem Team, passt doch. Gut. Bin gleich da. Was heißt unser Team? Also, ist egal. Das ist bin ich Team schon fest? Mit wem bin ich denn zusammen? Nein, das werden wir nachher alles noch wieder. Nö, du, oh, Homer, Protax gegen mich, Werner, Rablix. Ja, das können wir machen. Wir wollen Big Hole sehen, ja. Das wird doch nichts, Jungs. Da ist er da. Kann irgendeiner. Ach, du hast Admin-Rechte hier, Randy, ne? Du könntest ihn ziehen dann, ne? Falls er nicht reinkommt. Ja. Ja, okay, gut. Trinke, was sagen wir noch das? Ja. Ich schicke ihn. Kannst du nochmal das Regelwerk vorlesen, Stefan? Boah, nee, danke. Ich fang nochmal von vorne. Ich brauche noch 8 Minuten zum Download. Also im Endeffekt ist es so, dass du. Starlight Man, das ist so ein bisschen wie heißt der? Wie heißt der bei Star-Lord? Bei Guardians of the Galaxy, ne? Star-Lord. So, ja, hallo. Ja, Thunderbird, guten Abend. Yusamen, Salio Gaming, guten Abend. Adrian! Big Hole ist mit dem extra Wagen, ne, war das? Mit dem extra Abfahrwagen gab's das. Josef, der Marschierer hat angespielt auf die BG-Jungs, wie die das im Halbfinale gespielt haben. Richtig coole Nummer. Also, wir haben uns auf jeden Fall mit Eindruck verabschiedet von der FSL, ne? Oder Starlight Express, ja. Carsten, guten Abend. Habt ihr das Sofa noch begutachtet und so und so fort? Poli. Jan, willkommen ins Stream. Hallo Jan. Bin weg, bis morgen. Alles klar, Hotz, viel Spaß, tausend lieben Dank, tschüss, bye bye, guten Abend. Ja, tschüss, bye bye. Der Hotz wartet, Jan. Jan ist gekommen und der Hotz geht. Mir doch egal. Ja, ja, der eine kommt und der andere Jan. Geht. Ja. So geht gleich los, Leute. Genau. Geht also, gleich los. Was 20 Punkte hat jedes Team zur Verfügung, ja, ja, ist schon klar. So. Jetzt haben wir der wenigstens den Profi dabei, der, können wir wenigstens, der kann uns definitiv aufklären. Ne? Wer ist der Profi? Ja, eben der Felix. Ah, der ist ja nicht Profi. Liebe Kollegen, das ist, ist der Weltmeister oder einer der Weltmeister ist. Ah, papalapap. Aber ja, wenn du das ist aber das die Spiel letzte Saison. Spielst, die neue Saison kennt es sich nicht mehr aus. Das ist so viel wert, dieser mit diesem neuen Spielmodus hier. Das ist ein ganz, ganz neues Spiel. Selbst du kannst auch keine Pressen mehr ziehen mit weniger PS, ne? Die bleiben stehen, ne? Das geht nicht mehr, auch nicht mehr. Ach, Richie ist auch da. Ja, der ist oben. Lass mal Richie eine Runde spielen. Mit Richie? Ah, mit Felix gar keinen Bock, nee. So, erstmal herzlichen Glückwunsch, ne? Ja, danke. Komm hier, große Feier. Da gibt's hier auch den Trommelwirbel und Klatschapplaus. Aber den hörst du leider nicht, aber bei mir im Stream ist das. Danke. Ah, warte, du brauchst doch die Zugangsdaten für den Server, ne? Warte mal, ich schick dir die mal. Richie? Hallo. Kannst du eine Runde für mich spielen? Mhm. Was? Hi, Richie. Also, weil jetzt, wo ich mein Fressen ausgepackt habe, ne, soll es jetzt auf jeden Fall wieder schnell gehen. Ich hab mir keine Kalorien. Ja, oh, hier ist der Server, Jungs. Jetzt halt doch mal nicht so, Randy. Ruhe bewahren, Randy. Das kannst du auch mit einer Hand machen, oder? Beim Essen. Nee, ich Messer und Gabel und eine Hand schwierig. Ja. Ja, dann leg doch einfach mal das Messer weg. Die Gabel reicht doch. Alter, das ist ein schönes Schnitzel-Schinken-Käse-Ding mit Rahmsoße und Kroketten. Oh ja, oh, feinstes. Oh nein. Da hat er sich gegönnt. Da hat er sich gegönnt. Und noch mal richtig was Leichtes, bevor wir heute Abend anfangen. Was Leichtes, ja. Ich hätte mal gerne ein WhatsApp in der ein Bild in der WhatsApp-Gruppe, bitte. Oh. Wie das bei euch aussieht. Ja, ja. Ihr merkt schon, Leute, ist lustig. Was spielt ihr mit Lenkrad? Natürlich, mit den Füßen. Ja. Was? Nee, wir spielen mit Tastatur. Junge, wo ist denn der Server?
Was? Server habe ich gerade geschickt hier. Hast ja, aber, ja. Germany 2. Ach, Germany 2. Okay. Germany 2. Ah? Oh nein. Ja. Was hast du heute wieder für eine Länderfarbe, Richie? In Ukraine. Okay. Ach, Ukraine, ja. Ah, ja. Läuft. Komm ein bisschen runter, Junge. Ach so, ja dann. Ja. Organisiertes Chaos, genau ja, so ist das. Da sind die Burning jetzt. Gamers. Ja, ja, es geht wieder los, ey. Da sind die Burning Gamers. Du weißt nie, aus welcher Ecke da sie kommen. Aber Randy, das ist doch ertränkt in dieser Soße. Ach, sag mal. Ja, das ist heute mal ausnahmsweise. Aber also, ich mag das. Ich soll das gerne auch sagen. Ne? Ja, echt? Hallo? Ah ja. Gönnt er sich heute, ne? Mahlzeit, Randy, ne? Guck mal, lass mal das Foto an. Ah, der Schwede, das schwimmt ja. Ja, Entschuldigung, wenn ihr euer Fleisch immer fortstrocken essen tut, dann kann ich nichts dafür. So, Richie ist auch drin, Rablix ist drin. Ich würde sagen, geht los, Leute, ne? Wollen wir erstmal alle hier drin bleiben? Könnte auch eine Suppe sein. Ja, ja, bleiben wir mal drin, dann wird es interessanter. Nein. Ja, ich habe schon gespielt, ja. Okay. So, auf geht's, Leute. Felix, hast du schon mal gespielt? Gestern, kurz. Gestern. Es ist krass, ne? Die Veränderung ist richtig, richtig heftig. Alter, jetzt seht ihr hier 20 Punkte. Randys Henkersmahlzeit. Wow. So, wir warten einfach. Also, ich werde nicht bannen, Leute, weil Bann kostet Punkte. Das ist schon mal eine gute Sache, weil jedes Fahrzeug, was du bannst, wird dir ein Punkt abgezogen, was dir später wieder fehlt. Also ich glaube, das ist auch... Ich habe bisher keinen gesehen, der irgendwas gebannt hat. Für was braucht man die Punkte am Ende? Die braucht man für die Fahrzeuge halt. Ne? Okay. Oder für die Perks oder für deine persönlichen Perks. Ne? Okay, ja, ist gut. Ja. Alles klar, Player, man liest sich. Ja. Ja, gut, dass das alles relativ langsam geht. Ne? Da hat man ja, das haben die mit Absicht auch am Anfang, glaube ich, so eingestellt. Ja, das war bei der ersten auch relativ langsam am Anfang. Ne? Ja. Das aber, ist ein bisschen, was sie dran aber ihr seht auch schon neue Fahrzeuge drin. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr gerade schon mal geguckt habt. Wir können kein Fahrzeug sehen. Man sieht nichts, nur die Captains sehen das. Ah ja, wir sehen das nur. Okay, dann seht ihr es gleich erst. Der ist ja ein Profi-Gamer 137X. Meine Wenigkeit. Das ist der Randy. Ist der Randy, ja. Ladiesman 217. So. Also, die zwei Ex-FSLer mit halt, ja. Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, Hummer und Mario. Ja. Machen wir sie weg. Easy. Easy. Die räumen wir mal mit links, oder? Easy. Also. Jetzt zeig mal heute mal den Felix, wie man stacken tut. Oh Gott. Oh, Randy hat einen Punkt verschwendet, seht ihr? Für schlechte Sprüche sind wir genau die richtigen. Wie war das mit den Internet-Eiern? Ja, genau. So, Leute, ich würde sagen, wir nehmen Herbicide, weil das ist brutal. Oder das ist richtig brutal. Es gibt nur noch zwei, Herbicide und Big Oil. Ja, den Rest kannst du vergessen. Ja. Wobei, der Transportwagen geht auch noch mit Easy Stacker, aber das hast du mit Core ein Problem, wenn einer Herbicide nimmt. Aber oder Big Oil, das ist halt wirklich schwierig. So, Stefan? Ja, bitte? Nur ein Tipp. Dein Bild ist voll im Bild. Ach ja, stimmt. Warte. Ich mach mal Kamera aus. So, wir machen mal Kamera aus, Leute. Müssen wir nicht immer sehen. Aber danke, Werner, für wir lassen die natürlich an, ne? Also, ganz ehrlich, über die Mobberwelt interessiert keinen. Da kann ich ja mein Post-it vom Bildschirm jetzt nehmen. So. Mobberwelt, wenn du ihn folgst, dann wirst du sehen, ob er live kommt. Ja, ja, gucken wir mal. So. Player Perks, was muss ich jetzt nehmen? Ich würde sagen, ich nehme Easy Stack und den MF. Was soll ich nehmen? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Stacker genommen und Easy Stacker heißt, um die Scheune ist breiter. Ich würde sagen, Under Pressure, Prodi und ein bisschen was mit Power. Ich kann gar nichts auswählen. Ah, nee, du musst erst zum nächsten. Jetzt ist Mario erst dran. Was, ich bin dran? Ja, Mario ist jetzt gleich dran. Ja. Jetzt ist Mario dran. Du musst oben einmal einen Player Perk auswählen. Ja. Ne? Welchen denn? Nimm Under Pressure am besten und irgendwie ein Fahrzeug, was ordentlich PS hat vielleicht. Wir haben 10 Punkte noch, musst du gucken, da steht immer mit dabei, wie viele Punkte es ist. Under Pressure und ein Fahrzeug, das PS hat hier. Ist nicht volle Pulle, ne, sondern... Ja, jetzt habe ich volle Pulle. Du hast wie viele Punkte hast du jetzt eingesetzt? Och, nur so ein paar. Poli, du hast noch 3 Punkte, Glückwunsch. Wow, dankeschön. Dankeschön für die Selbstsüchtigen, oder? So, ja. Warte, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Was soll ich nehmen? Nimm irgendwas mit Punkten. Ja. Ja, das ist das. Ja, lasst uns mal 2-3 Runden spielen, Leute, dann versteht ihr das Prinzip. Das ist halt, ich habe genauso beim ersten Mal, ich habe mit dem Lukas zusammen mit einem Gabelstapler gespielt, also das war auch Katastrophe. Ich habe den Money, du. Ja. Bitte. Ja, bitte. Also, was quick finde ich wieder. Ja, ja, das ist unglaublich. Richie, gib mir die Ölkanne, ey. Ich habe den Money, du. Das wird interessant mit dem Money, du.
Das wird echt, witzig, ey. Geil. So, auf geht's, Leute. Das wurde auch nicht mal besser, ne? Geh auf die Krone. Der Poli hat hier echt den Gabelstapler ja. Ey, du bist echt... Ey, Poli, du bist sowas von lost, ne? Ja, was soll ich, zu Fuß laufen oder was? Ach, lösch dich mal. Oh, komm, komm, Gabelstapler, gib gut. Ich glaube, zu Fuß bin ich schneller. Ich habe keine Ahnung, wo muss ich denn hinfahren? Ja, erstmal zu den Pots runter, ein paar Sachen safen. Denkt dran, ihr habt kein Chip-Tuning, kein Slide-Edge, ihr habt nix. So, wer hat einen Drescher von euch? Noch niemand. Ich habe eine Presse. Ich habe auch eine Presse. Ich habe einen Drescher. Kann die dreschen gehen? Ja, fahr mal los, dreschen. Warum haben wir zur Hölle einen Gabelstapler? Also warum ist ein Gabelstapler im Spiel drin? Weil ich habe den Bruch dann vermacht. Kannst du bitte noch Drescher nehmen? Das bremst gar nicht, hallo. Was denn? Ich habe einen Drescher noch. Der Poli hat auch einen Drescher, okay, dann fangen wir an zu dreschen. Das bremst doch gar nicht. Ja, stimmt ja. Ich musste kaum falsch den Knopf gedrückt. Ey, Poli. Alter. Ich hab Presse, ich nehme die erste Bahn mit und geh auf First Bay. Warte einmal. Also ihr seht schon, das sieht komplett anders aus, ne? Das ist. Nee, aber noch ein bisschen, ne? Schön noch vor allen Dingen. Der First Bay gibt jetzt auch 100 Punkte sogar unten übrigens, ne? 100 Punkte auch jetzt? Moment, 100 Punkte auch unten. Ah, okay, dann haben wir das. Wo ist unser Häuschen? Unser ist blau. Ja, unser ist das blaue Häuschen. Wo ist unser Häuschen? Wo ist das Häuschen? Kluschbar Häuschen, Leute. Ja, Häuschen. Und wo muss ich nachher das Korn reinschmeißen? Weil da sehe ich jetzt gar nichts, oder? Hier, bei mir, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, wo das Dorf ist. Ja. Muss ich da rüberfahren, ne, dorthin? Ja, genau. Ne, ihr müsst natürlich gucken, dass ihr den in der Mitte freischaltet. Denkt dran, Leute, ihr seid ratzfatz voll, wir haben Hörbeszeit, ne? Ihr müsst schon in Richtung des Dingens fahren. Des Abladewagens. Weil wir haben keinen... Kein Dingens drin, wie heißt das? Bonus kann jetzt voll viel stehen. Ja, wie immer halt. Wie viel geht denn in den John Deere rein? John Deere? 14.1. 14.1, ja. Danke. Und wie viel geht's in der Rostelmesh rein? Du fährst ein Messer Ferguson. Ja. Messi Ferguson? Keine Ahnung. 12 irgendwas, glaube ich. 12 irgendwas, Leute. Nein, ich habe schon 13.000, aber ich habe noch mehr. Ach, Alter. Wenn das jetzt richtig sehe, oder? Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Wieder hier an das ohne. Ja, das heißt, ich gehe jetzt gleich den Traktor holen, oder? Ja, ihr müsst auch manuell abtanken. Ne? Das heißt, wenn ihr da drin drüber fahrt, müsst ihr I drücken. Und ihr müsst drin sitzen bleiben. Das ist auch neu. Und man kann auch daneben kippen, wenn der ÖW voll ist. Dann geht das geht auch. Dann habt ihr halt Arschkarte. Ja. Ist das jetzt nicht besser gekommen? Oder was ist jetzt da? Das Auge komische rechts unten. Jetzt kommt gleich Dingens. Genau. Du siehst jetzt, wo die Drops kommen. Genau. So, Jungs, lass mir mal eine Minute. Ich habe jetzt hier jemanden eingeladen, der uns das Ganze ein bisschen erklären kann. Okay. Hallo, Klaas. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Klaas. Also, ja, aber der Ding ist nicht aufgedeckt. Jetzt kann ich gar nicht abdanken. Wo ist Traktor da? Ja, ich gehe den holen. Ja, was wartest aber du denn? Aber Stefan fährt doch gerade vorbei. Ja, ich bin gerade am Ball rüberfahren. Warte, wir nehmen mal... Warte, ich gehe... Komm hier nicht raus. Es ist schon wieder... Das ist schon professionell hoch 7. Absolut. Oh, scheiße, ich bin voll. Hier kennt sich keiner aus, kann das sein? Ja, es geht. Die Anzeige, jetzt sehe ich, 12.500 Liter habe ich in meinem Dreschern. So. Wie ist es? Hey, Klaas. Klaas. Ja. Es hat geheißen, du kannst uns erzählen, wie das funktioniert, dieses Dingsbums da. Dieses Dingsbums, du meinst den neuen Farm Simulator League Turnier? Ja. Alter. Geht schon wieder los hier. Aber jetzt mal andere Frage, wo bist du eigentlich? Du hörst dich, als wenn du auf der Toilette wärst. Ich bin daheim. Hast aber Echo? Ja, habe ich. Weil ich bin in der zweiten Etage von meiner Wohnung. Ah ja. Da ist noch nicht viel drin. Das war jetzt richtiger Flex. Ehrlich, in der zweiten Etage. Ja, richtiger Flex wäre gewesen, bei wohlhabenden Menschen halt's immer. Ich hätte es gesagt, ja, gut. Ey, die schöne Presse ist da gekommen, die Case-Presse. Die sieht doch, mal lass mal ab, Brody, da, nicht hier quatschen, abladen. Ja, Moment, mit die hat er gesagt, oder? Ja, und da geht auch nur 24.000 nur noch rein, Leute. Ne? Ihr könnt auch, wenn ihr mehr reinpackt, überladet ihr das, ne? Ja, genau. Richtig, dann geht's daneben. Kleiner Trick dabei ist, aber wenn man zu zweit ablädt und ihr während der Fahrt abtankt, tankt ihr etwa doppelt so schnell ab. Richtig. Aha, ja gut. Das heißt, ich fahre jetzt mit dem Drescher einfach hin und her, oder was? Auch das hilft, glaube ich schon, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ja,
würde helfen, ja. Ehrlich? Also weil das verteilt oder was? Ja, es sei denn, du hast Archimedes gewählt, dann kannst du in der gleichen Geschwindigkeit abladen. Boah, unser ÖLV ist fast voll, ey. Oh, Mann. Jetzt können wir richtig spielen, bin mit Essen fertig. Wunderbar. Sehr gut, Randy. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Und das war, also da stimme ich dir zu, das war absolut kein Genuss, Werner. Das war jetzt Stopfen. So, bring ich den jetzt weg direkt, Stefan? Ja, bring ihn weg. Fühlst du dich so ein bisschen so wie den Stopfgans? Weil, wie viele Punkte haben wir? Wieso haben wir immer nur 0 Punkte? Hast du immer noch keinen Ballen abgeliefert? Nein. Was soll ich den Ballen abliefern, wenn die anderen First Bell gemacht haben? Oder? Ja, übrigens, da hat gerade der Teamleader von den Team Bummelbären gesprochen. Hallo, Martin. Ja, Mahlzeit. Wieso Teamleader, hä? Nö. Er ist der Chef, oder? Ich? Nee. Ich, Poli, machen das zusammen. Brody. Ja. Der Poli, ja. Also ist Brody Chef. Nein, ich bin die Sekretärin. Frau Humeri Chef. Frau Humeri, ja. Und die muss auch mit ihr abkippen, ne? Wieso haben die mit dem First Ball 91 Punkte bekommen? Ja, weil das so ist. Je schneller du ablädst, desto mehr Punkte bekommst du. Maximal 100 Punkte sind möglich. Wieso haben wir mit dem First Ball? 124 sogar, okay. Mhm. Okay, sorry, mein Fehler. Und wieso haben wir kein First Ball? Ja, weil die anderen schneller waren. Wir sind einfach zu alt. Der Replix hat das Ding gleich reingehauen. Also. Naja. Felix, würdest du bitte langsam zu Ja, ich bin... Bist du noch abladen, ja? Mario ist abladen, nicht ich. Ah, ja, ich lade ab. Ich fahre dann mit dem Drescher. Ich mache das, was am wenigsten zu tun ist. Ich pack da mal hoch. Wir müssen dann unbedingt die getrennte Channels. Ja. Laut Umfrage gewinnt Rot. Ja gut, diese Prophezeiung. Hä? Oh, habe ich schon drauf gewettet, du. Wenn dein Drescher voll ist, nimm den anderen, ne? Ja. Ich bringe den Überladerwagen dann wieder mit zurück, oder was? Ja klar, immer. Wir müssen häufiger abfahren. Ja, so sieht er da aus. Das heißt, da sind wieder Dings gekommen, oder? Ja, das ist mit den dummen Mario. Alten Leuten, da kannst du das machen. Pack schon mal ein paar Ballen hoch. Achtung, Drop kommt in 20 Sekunden. In deiner Nähe dort hinten. Das ist ja eine absolute Katastrophe. Das ist richtig krass, das ist ein ganz anderes Gameplay. Ich bin schon wieder voll, fast. Ach. Ja, der Brody ist immer gut drauf, das ist doch nicht nur heute. 12.000... Brody, ich bin gleich da, kannst abladen hier. Mach Rohr raus, nicht immer dein Rohr einklappen. Fahr da raus da. Dropspawned. Ja. Was machst du denn hier für einen komischen? Fahr da geradeaus hoch. Ich sehe schon, der Mario wäre ein richtig guter Team-Captain. Das wird Felix. Wie viel. Was für Drops haben wir, Leute? Ich habe nichts geholt, ich bin am Abtanken. Ja. Komplett überfordert. Ich kann doch nicht aber so auf einmal, Junge. Mach mal, ja, mit 60, Hallo, mit 60 hat man noch nicht so eine Reaktion wie mit 39, gell? Das ist so, das ist so. Wer pressen von euch jetzt eigentlich? Noch ja, niemand. Wir laden hier gerade ab, du hast doch gesagt, wir sollen abladen. Ja, ich bin am Dresch und werde ich am Abladen. Ach so. Also es muss nur ein Traktor dran sein, um abzuladen, ne? Ja, aber wo soll ich denn einen weiteren Traktor herkriegen? Du bist doch mit irgendeinem runtergefahren, oder? Ja, der hängt jetzt gerade an dem Überladewagen. Du also, bist ja witzig. Es wird gar nichts. Leute, das war hier, weil Prodi den Ding jetzt genommen hat, hier, diesen komischen... Ja, ich habe ja nichts anderes bekommen, weil der Mario checken. Die ganzen Punkte weggesnackt hat, oder? Dafür habe ich aber einen Tip-Top-Traktor. Ja, aber halt nur eine, ne? So, ich nehme den kleinen Drescher. Einmal mit Profis, Leute, einmal also. Mit Profis. Was heißt denn Profis? Das erste Mal hier drin. Ach nee, echt? Ach, Stefan, da musst du ganz entspannt bleiben. Wir sind in Führung. Wir haben 119 Punkte. Die anderen haben nur 91. Ja, also. Nur. Die haben auch nur ein First Ball bisher gemacht. Dafür haben die anderen aber 12 Ballen und ihr nur einen. Das ist korrekt. Und jetzt haben die noch einen besseren Multiplier. Ja, ich kann jetzt nicht abfahren, weil ich keinen Traktor habe, oder? Ja, hättest du mal einen anderen Captain-Namen genommen, Homer. Was denn? Genau, der Profi-Gamer. Profi oder so. Ja. Hängt doch den Wagen an den so. MF-Drescher. Geht das? An einem Onkel-Drescher geht das, ja. Ja. Aber ich denke mal, es geht nicht mehr lange. Nee, das wird, glaube ich. Geht bis nächste Woche noch. Achso. Ja, ja, okay. Und pressen auch, oder was? Oder geht das? Das kann man auch dranhängen, glaube ich. Nee, das wird beides in einem Zug gefixt. Und Gachgang. Weil ein Drescher dafür niemals vorgesehen gewesen ist. Der Prodi wieder hier, der alte Stingel. Warte, ich fahre jetzt ab mit dem Drescher, das ist eine neue Methode. Sieht ganz geil aus, kann man ein Foto machen? Warte, ich mache ein Foto, Printscreen. Das wird ein richtiges Face, das wird ein richtiges Face. Oh scheiße, ich fahre durch Korn, das ist scheiße. So, wie mache ich da Schneidewerk? Kann man Schneidewerk wegnehmen, das stört mich. Kannst du auch machen. Also ich sehe das Team im Finale.
Ja, ich auch. Sicher, aber ganz welches sicher. Team unser die Team. Bummelbären, ja. Die Bummelbären, die werden dann richtig, ich sag's euch, die werden dann richtig rasieren. Aufmischen, ich sag's euch. Rasieren, ja. Aber wartet gegen den nur, Strich. Wenn ich mit dem Dreck, das stimmt. Ja, ja. Leute. So, wo ist jetzt die Abgibstelle? Die ist in der Mitte, ziemlich. Ja, Ricky. Problem ist jetzt nur, Deckst dass ich dann? Mit meinem... Oder? Geht. Wir haben nur einen Freund, leider. Das geht. Ja, du machst das schon. Ja, dann mach ich jetzt so. Lami, moin! Ist das jetzt hier der Planstelle, tatsächlich die ganzen Ballen mit den Pressen wegzufahren? Nein, ja. Das ist falsches Ding. Ja, klar. Alles nicht vom Feldversuch abgeguckt. Boah, das mit diesen No-Chip-Tuning und Slide-Edge. Ne? Ja. Vor allem, haben wir zwei Ballen geht's so. Vier Stück rüber. Sie sieht echt erst. Ach du Scheiße, die fällt gleich runter. Das ist fährst du nochmal ab? Ja. Jo, wann? Voll. Ich bin vor euch, ich kippe ab, kannst du draufladen, gib ja, voll Gummi ab. Ich bin auf dem Weg. Next Generation Farming, willkommen zu dem, danke schon für ein Bits. Tausend lieben Dank. LS Farmer, willkommen zu dem, schönes Gefährt, ja, tippitopp. Ja. Jetzt müsste wir nur noch den Rohr hinten, das war ja die falsche Achtung, Kombination. Achtung, Megadrop kommt Bakers. Gleich, Jungs, Megadrop kommt gleich. Wo? Du siehst das, du hast Sixth Sense, 30 Sekunden vorher, müsstest du das sehen. Das ja, bei dir, bringst du das heißt, in deiner Nähe wir kommen. Jo, alles klar. Ah, Super Mario. Ja, ah, hat nicht geklappt. Super Mario, da kannst du noch spielen. Habt ihr genommen? Ne, die sind ganz oben, auf dem Berg. Bei den Pots sind die meistens. Ja. Was haben wir denn da liegen, Prodi? Ich sehe nichts, keine Ahnung. Jo, gib Gas, Felix. Die Super Drops sind immer oben auf der, in der Reihe von den Spawn Points. Das ist aber Multiplayer Switch. Multiplayer Switch? Ja, hol den nicht. Hol den mal wieder. Nee, eben. Oh, doch, hol den doch. Oder? Nein, schlechten. Ja, so, jetzt renne ich hin. Aber die haben wahrscheinlich eine längere Zeit. Alter, nee, ihr habt mehr Punkte. Ja, keine Ahnung. Wie viele Sekunden steht denn da bei uns? Kann ich nicht stack jetzt. 10 Sekunden. Bei euch 10. Ja, dann, ja, dann hol. Ja, ja, holt mal. Was jetzt? Holen und laufen lassen? Nee, lass laufen, komm, Arschlecken. Ja, zu spät. Ja, jetzt bin ich auf dem halben Weg. Ja, jetzt kann ich wieder zurückkehren. Rudi, ist doch alles gut. Verlorene Zeit von nichts. Ja, super, wir hätten den Gabelstapler gewählt. Haben wir eine zweite Presse eigentlich? Profi. Mit zwei Rohren kann der Prozess nicht umgehen. Ich glaube nicht, ne. Meinst du, ich richtig gezogen mit dem Jungs, wir ja, die haben aber warte. Wieso haben die mehr Punkte jetzt? Mario, was machst du eigentlich? Ja, ich mach gar nichts. Ich guck euch zu. Ihr macht ja das hervorragend. Das sieht man. Achso. Ja. Weißt du, das ist genau die ja, Motivation, die man braucht im Spiel. Jetzt mal ganz ehrlich, oder? Also, das war jetzt die Aufwärmrunde, oder? Ja, das war klar, natürlich. Wirklich... Was heißt denn Aufwärmrunde? So bei der ersten Runde? Haben wir doch wohl gleich gewonnen, oder? Gehen, ne? Ja, sicher, aber wir führen voll 208, nein, nicht mehr. Ganz ehrlich, das wird doch nichts mehr da. So, Leute, ich brauch Ballen. Ja, ich bin unterwegs. Ja, Mario, komm, trödel nicht herum. Ja, das heißt, ihr trödel nicht herum, du rennst hier. Wie oh, das Team Rot ist aber in Führung gegangen, was ist da los? Was? Was, Team Rot, was machen die? Oh, die bauen die Führung jetzt aus, Jungs. Ist ein Bug. Ehrlich? Ist ein Bug, ja. Achso, deswegen. Ich wollte sagen, Bug-User. Oh, Mario, du bist viel zu langsam. Ja, natürlich bin ich viel zu langsam. Ich bin alt. Sehr gut. Das ist Bug-Using, wo die machen hier, ne? Was ist denn mit deiner Presse eigentlich? Da ist auch noch ein Ballen drin, oder? Ja, die lade ich gleich aus. Wieso hast du denn nicht beim... Das heißt, wenn man am Anfang weil zu ich viele bis gerade noch gesteckt hat. Oh, nein. Also, Jungs, wenn man am Anfang zu viele Punkte verbraucht, dann hat man ein Problem, Fahrzeuge zu stacken. Ach nee, echt? Punkte. Das habe ich gefunden am Anfang erzählt. Ich habe dir gar nicht zugehört, was du die ganze Zeit erzählt hast. Ja, schön für dich. Oh, du bist echt Knaller, ey. Mega. Winnie, wie groß ist der Follow? Nein, ich bin ausgestiegen. Aber das Easy-Stacker-Teil ist schon mega OP. Da kannst du auch einen ganzen Transportwagen quer reinpacken. Das geht auch. Aber der muss voll beladen sein. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Meine ich zumindest. Ich weiß nicht, oder habt ihr schon mal Richie oder auch Felix schon mal einen anderen reingepackt? Also mit weniger Ballen. Naja, haben wir nicht probiert, aber ein voller passt auf jeden Fall. Ja. Man könnte ja eigentlich auf der anderen Dunksbombs Drescher einen Helfer einstellen, der kann der weiter dreschen, oder? Ja, klar. Genau, stell mal einen Helfer ein, richtig. 900er IQ. für 30 Punkte kannst du auch Curseplay kaufen. Ja. Was? Curseplay hat man auch? Ja, Ferner fährst du schnell die Kurse ein. Nein, oh, für 30 super, Punkte. Autodrive hier. Das Motto ist da runterladen. Genau, Bot. Leute. Ich war die Sicht da nicht verstanden. Irgendwer ist stehen geblieben. Ranger, bist stehen geblieben. Ja, ja. Ja, aber jetzt ist scheiße. Also kurz, musst du kurz die Musik anzeigen, um switchen. Also, ja, ist auch wichtig. Klaus wenn ist wichtig. Ah, nein! Jungs! Ja, liebe Leute, der Spaß kommt beim Spielen. Das ist ja einfach so. Also das ist halt neuer Modus. Muss man selber mal gemacht haben. Leute, ich habe ein Problem. Was denn?
Der Drescher ist voll und ich kann den Überladewagen nicht, oder den Drescher nicht abtanken. Also 27 Sekunden. Es ist eh gleich vorbei, oder? Ja. Lad nochmal ab hier. Ja, ich fahre mit dem Drescher direkt rüber, komm. Jetzt hängt er am Drescher an. Du, glaube ich ja nicht. So eine ja. Scheiße, du. Krieg nicht mehr hoch, Scheiße. Ich hab's versaubeutelt, egal. Ja, da liegt er doch dran, Hummer. Also, Stefan. Moment, ansonsten hätten wir das nach Hause geholt. Noch schnell ab. Ja, ja. Super, Apoli. Super Idee. Hm. Ah, egal, fast 300 Punkte, Leute, für die erste Runde. Dafür. Was denn hier? Das war ja wohl episch. Ach, gewonnen. Ja. Nee, verloren. Würdest oder? Du, jetzt mal ganz ehrlich, so. Oder? Würdest du mit dem Ding stacken, das oder? Einer, was heißt denn Death Eat? Wen sollen wir denn hier essen? Defeat? Ja, das steht Death Eat. Alter. So, guck mal, 17 Ballen. Geht. Jetzt mal, aber hättest du mir den Traktor gelassen und würdest du mit dem Gabelstapler stacken, oder? Ich kann nicht mit dem Gabelstapler stacken. Das ist ein Null-Punkte-Gerät. Das kannst du nicht machen. Das ist absolut cringe. Da kannst du vorne auf die Gabel 4 Ballen drauflegen, weil das ich meine. Nee, kannst du nicht. Also das funktioniert. Ich habe damit auch schon 17 Ballen echt? Gestapelt. Ja, aber, siehst du, aber das ist halt geht. Sehr, sehr tricky, finde ich. Also. Na, siehst ja, du, pass auf, siehst du, da riecht der Stefan. Ja. Skill wäre gefragt gewesen. Genau. Geht das mittlerweile alleine weiter oder musst du über den kompletten Server restarten? Nee, du musst vom Server runter und ja. Dann dauert es ein paar Sekunden. Das G-Portal geht schneller. Hat er jetzt nicht gesagt. Hat doch, er gesagt. Eieieiei. Ah. So, krieg ich also ein Bild. Also ich wäre bereit. Sehr gut, warte. Ich guck mal, ob der Server wieder da ist. Sekunde. Glaube ich zumindest. Ist schwarz, ja, hab ich schon gefixt, Leute. Ich mache gerade beim Zocken aber immer Kamera aus, weil dann könnt ihr sonst nicht alles sehen. Macht er immer nackt. Beim Zock macht er die Kamera auf. Dauert eben kurz, der startet gerade neu. So, oh, schwarzes Bild ist schön. Toll. Ja, super. Komm, liebe Leute, das ist doch wohl, also ja, wie gesagt, muss man selber mal gespielt haben, dann ist es halt wirklich witzig. Also es macht schon Spaß. Aber ich kann währenddessen tatsächlich, ich muss irgendwie verstehen, wie das Spiel funktioniert. Ich kann tatsächlich nicht währenddessen noch mit euch quatschen. Ich kann so ein bisschen zwischendurch mal reingucken, ne? Aber es ist halt. Das ist halt so eine Sache. Ja, und Elki, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Stream. Ne? Willkommen bei den Streamern. So, jetzt sind wir wieder hier im Spiel. Kann ich euch auch wieder reinlassen. So. Es ist sehr schwierig. Genauso innovativ. Ach. Wie das andere auch. Wie wäre es gleich mit verbundenen Augen spielen? Kann man probieren, ob man mit verbundenen Augen auch sowas schafft. Das wird dann Rumgeschreie, sonst das Gleiche. So. Wir joinen auf jeden Fall nicht als Captain. Das muss Stefan machen. Nee, das mache ich auch nicht. Wer spielt jetzt mit wem, Jungs? Komm. Aber komm, dann lass uns mal in die Räume gehen, würde ich sagen, oder? Ja. Echt? Wir wollen nicht. Wieso? Das war doch. Ja, ich will schon ein bisschen hier, ne? Was? Ein bisschen absprechen und bisschen so. Ich weiß noch gar nicht, wie das funktioniert. Ja, deswegen Mario, jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt wird's ernst. Ja. Also, in welches Team soll ich joinen? Bei Prodax oder bei Profigamer? Ich denke mal bei Profigamer. Wir können gut kommunizieren. Ich weiß nicht, ob ich das will. Nach Willen geht's ja nicht. Es geht ja nach Gewinnen oder Verlieren. Ach so, deswegen wird das. Ich join auch bei Randy. Das ist mit Randy ja, dann auf jeden Fall witziger. Wenn der Mario dabei ist. Was? Also, ist es witziger? Wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Ihr macht mir zu viel. Ihr macht mir zu viel Pro-Gaming. Felix, beweg deine Flossen zu mir rüber. Ja. Ich wurde rausgeschubst. Achso, hallo. Ja, servus. Servus. Also kann irgendeiner von uns jetzt dieses Spiel nehmen, ne? Nein. Wunderbar. Wir sind die Spaßgruppe. Soll ich uns die Klaas reinziehen? Kannst du auch machen. Genau, zieh den mal rein. Der kann ziemlich gut Anweisungen geben. Ach, besser, Klaas. Sehr muss. Gut. Hallo, Klaas. Hallo. Du bist unsere Geheimwaffe jetzt. Du bist der Coach, Teamcoach. Oh, ich muss irgendwas machen hier. Irgendwas ist hier. Nee, okay. Blaue. Wir sind rot. Alles gut. Du befindest dich jetzt in der Bannphase. Das heißt, du kannst Fahrzeuge bannen für jeweils einen Punkt. Würde ich dann jetzt nicht empfehlen, weil es hat sich noch kein Meta herauskristallisiert, weshalb man bannen kann, aber es beeinflusst den Gegner nicht, weil du ja nichts explizit ihm wegnehmen kannst. Okay. Sind wir Team Rot? Wir sind Team Rot. Alles wir gut? Sind, ja, wir sind Team Rot. Ja, ich möchte mal. So, das heißt, wir spielen gegen, also Randy, nee, warte mal, wer ist jetzt ein Team? Randy, Mario und ich gegen Stefan, Rublix und Prodax. Ja. Genau. Ja, das holen wir nach Hause, Jungs. Das aber locker, ganz ehrlich. Der Felix weiß nicht, was Prodi mit ihm macht.
Ja, Klaas muss uns ein bisschen beraten. Klaas, du hast es super gemacht beim letzten Mal, als wir zusammen gespielt haben. Da musste ich mich nicht konzentrieren. Ich musste nur dem folgen, was du gesagt hast. Das funktioniert super. Also Anweisungen entgegennehmen können wir gut. Als nächstes kommt die Captain-Pick-Phase. Ich bin nicht Captain, ne? Nee, das bin ich. Okay. Als nächstes kommt der Captain, der das Powerplay, das Team-Powerplay wählen darf. Und theoretisch kann man mit Punkten sich auch einen Drescher und eine Presse sichern, wenn man möchte. Ist es nicht mal so wie früher, dass man einfach hinläuft und wer den hat, hat ihn? Doch, das ist immer noch so. Extra. Aber mit Punkten kannst du dir jetzt ein Gerät pro Sorte jeweils sichern. Dann hast du es hundertprozentig. Ah, okay. Was machst du jetzt, Randy? Ja, ich muss erstmal hier warten, bis ich das sehe. Ach du Scheiße, das sieht ja geil aus. Das ist eine gute Frage. Am besten nimmst du Herbicide und wählst keinen Drescher und keine Presse aus. Gut. Gibt's sonst nichts? Nur Herbicide? Ja. Also es gibt noch mehrere Powerplays, aber das scheint nicht so zu sein. Ja, du musst immer das abwägen, ne? Richtig. Wegen Punkten und was bringt das und so weiter. Mhm. Oh ja. Das hat mich. Gut. Hatte ich wohl schon rumgesprochen. Ja, macht eine andere wohl auch. So, jetzt können wir picken. Ich sehe hier gar nichts. Ich habe auch noch keine Fläche da. Jetzt ist der Captain dran. Achso, gut. Ich halte mich zurück und mache schon mal meine Finger bereit. Gut, ich kenne jetzt eure einzelnen Qualitäten und Fähigkeiten natürlich nicht. Deswegen lasse ich euch da mal freie Hand mit den Player-Perks. Fang einfach bei 0 an. Was für Qualitäten? Also. Was ist denn also, das mit dem Stacking? Stacking ist das grüne. Easy Stack. Komplett will ich nehmen. Alter Schwede, muss ich jetzt irgendwas drücken? Ich fühle mich so hilflos hier. Ja, du kannst unten die Dinger auswählen und oben den Perk. Ich habe zum Beispiel oben keinen Perk ausgewählt. Ich kann dir gar nichts machen. Den Fahrzeug kann man doch mal nehmen, oder? 3 ist doch okay, ne? Also Mario ist dran. Achso, ja, Mario ist dran. 3 ist okay, ne? Das steht immer in der Mitte. Jetzt könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich würde euch empfehlen, einen Frontloader zu nehmen mit Easy Stack. Ja, habe ich. Sehr schön. Okay, was soll ich nehmen? Du hast 6 Punkte, das heißt, du kannst noch ein großes Fahrzeug nehmen mit Under Pressure zum Beispiel. Dann machst du die Ballenfahrten. Under Pressure ist 2, das nehme ich. Ja. Und dann noch einen großen Walter? Ja, du hast nicht mehr viel Zeit. Das ist auch noch confirmed. Easy. Was? Easy. Ja, hab ich. Oder läuft. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ja, du ja, hast geschafft. Hervorragend, hast du das gemacht. Ja, danke. Ganz ehrlich, also das ist ja ein Träumchen hier. Guck dir das an. Wieso haben die 2 Frontlader? Weil die sich 2 Frontlader ausgewählt haben. Warum haben wir das nicht gemacht? Weil wir gewinnen wollen. Was picke ich denn jetzt? Hier die Schranke ist zu. Die Schranke ist zu. Ja, am besten fahrt ihr zurück. Ach so. Und holt Schwung. Wenn der Countdown beginnt, fahrt ihr in etwa los. Oh Gott. Okay, was muss ich machen, Jungs? Brauche ich einen Drescher oder brauche ich eine Presse? Okay, ja, Drescher und Pressen sind schon, ne? Ich hole einen Drescher. Ich gehe zur Presse, da ist eine, ich glaube, es ist eine Holland, die sieht geil aus. Okay, dann Randy auch noch einen Drescher holen. Ich habe einen Drescher, ich habe den Ideal. Nee, ich habe noch keinen. Ja, ich habe den Rostlmesh. Das ist doch alles blöd hier, doch. Geclaimed. Ah, ich habe das Gewicht verloren, warte. So, ich bin runtergefahren und ich habe die Presse. Gut, mehr braucht ihr eigentlich schon fast gar nicht. Aber die zweite Presse vielleicht ansonsten okay. Dreschen gehen. Echt? Wo soll ich die zweite Presse hier, die grüne, noch nehmen? Ich habe eine Kuhnpresse hier. Ja, aber nimm auch noch mal, Mario. Ja, ich hole mir noch die grüne. Okay, die habe ich geclaimed. Nein, die wurde weggenommen. Die Schlingels. Oh Gott. Ich habe eine grüne Presse. Mann. Nee, ich habe nur die New Holland. Gut, dann haben wir wenigstens 2 Pressen. Wir brauchen einen zweiten Drescher. Wir fahren erst mit dem zweiten Drescher jetzt los, ja? Also ich bin schon draußen. Ich kann Presse fahren. Aber wir brauchen einen zweiten Drescher, ja. Ja, dann geh du mal Presse fahren. Ich habe den zweiten Drescher hier. Ich geh Presse fahren. Ja, der Werner muss Presse fahren, denn der hat Under Pressure. Der braucht jetzt weniger Spat für den Ballen. Das macht auch keinen Sinn. Alter, Mario, du bist aber auch am Heizen hier, ne? Also. Ja, ich bin ganz ehrlich, das ist hier, das ist Turniermodus. Wenn sie leider dabei sind, machen sie mir den ÖW dann. Also wie geil die Presse denn aussieht, ohne Scheiß. Ja, die Pressen sind wirklich cool geworden. Die Presse ist noch nicht mal im richtigen LS drin, oder? Nee. Doch, die gibt's schon als Mod, die habt ihr schon gesehen. Die New Holland? Nee, die ist noch nicht im LS. Wollte ich gerade sagen, ey. Was, so, bist du sicher? Die wurde angekündigt, die hab ich noch nie gesehen. Aber die ist noch nicht drin. Die wurde vorhin angekündigt. Ganz kurz, Werner, wenn du einen Ball fertig hast, umdrehen und in die Scheune bringen. Ich hab einen Ball fertig. Ja, dann umdrehen und los. Welche Hütte müssen wir in die rote, ne? Ja. Ja.
Die ist. Ah, okay, dann fahre ich aber. Die ist da hinten. Okay, das schaffe ich. Klaas, wie viel hat der ideal als Korntank? 17.100 Liter. Oh, aber Klaas, ich habe keinen Fronter da. Bringt nichts, einfach unten rein. Ist First Bay. Gut, 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 gut. Mach ich. Hast du die WM hier aufgemacht? Natürlich nicht. War das mein Job? Ja. Nee, kannst du doch nicht aufmachen. Nein, der zweite Drescherfahrer, derjenige, der gleich als erstes voll ist, muss einen Traktor holen, aufmachen und kann dann das Überladen beginnen. Ah, okay. Du musst nämlich einen Traktor dranhängen haben, sonst. Ach so, ist so, okay. Geht das wieder zu. Ich vergaß. Weißt du mal, ich fahre mal hier geradeaus durch, dann können wir nämlich direkt von hier auch mal zu den Brücken runter. First Bay 92 Punkte. Je früher der First Bay reingeht, desto mehr Punkte gibt es. Ah. Guck mal. Tipptopp, Werner. Das hast du hervorragend gemacht. Also ich habe Punkte gemacht, ich weiß nicht, was ihr die ganze Zeit macht. Ja, wenn jetzt der Server abstürzt, haben wir gewonnen. Toll. soll ich, also das mit dem Wagen habt ihr oder soll ich das kurz machen? Nee, das muss ich machen. Ich bin auch gleich da, also. Ja, aber du, du musst Ballen ja sammeln. An den Traktor, an den scheiß Ding dranbleiben. Genau, okay. Werner, du musst die ganze Zeit Ballen rüberbringen. Ich leg's einfach nur vorne. Drop Spawn, seht ihr irgendwas? Bei mir nix, nein. Bei mir steht Drop Spawn. Da hinten, du siehst das, wo die sind. Aber wurde hinlaufen? Ist zu spät, wurde gepickt. Ich lauf doch nein, hin. Ist noch immer. Das sind, du kannst jetzt doch hin. Ja, wichtig ist, man kann nicht mehr durchfahren, man muss reinlaufen. 30 Sekunden, Alter. Silo Close 90 oder Bail Drop 3? Nehmen wir Bail Drop 3? Bail Drop 3, das klingt gut. Ja, schnell wegkommen. Hab ich. Wo sind die jetzt gelandet? Links neben der mittleren Brücke. Ah. Auf der Seite von der Bahn. Warum habt ihr Tab deaktiviert? Das war noch nie aktiv. Ah, ich wollte noch fragen, ne? Boah, wir haben nur mal 11 Minuten, die Zeit vergeht hier aber schnell. Das ist halt so, aber, ja. Liebe Leute, holt euch mal die Presse an, Alter. Da geht ja direkt einer ab. Guckt dir mal das Ding an. Obwohl, warte, ich muss in dem Drescher sitzen bleiben zum Abladen, ne? Alle Pressen. Alle Pressen? Klaas? Muss ich in dem Drescher sitzen bleiben? Ja. Ja, musst du. Und du musst das verteilen. Und ihr müsst aufpassen, da passen 24.000 Liter rein. Wenn ihr mehr reinschüttet, dann ist es verloren. Okay, oh, wir haben 20.000. Okay. Alter. Ich bin doch gar nicht so alt. Mein noch eben 2000, du noch 2000. Gut. So. Wie viel soll ich den wegfahren jetzt oder was? Wenn Randy schon presst? Ich presse nicht. Ja, wenn, aber du drescht weiter, ne? Das ist richtig, ich dresche. Du kannst ihn theoretisch schon wegfahren, ja. Dann, Werner, guckt, dass der Ballen hinkommen. Ja, ich mach mal bei zwei Ballen Schluss und bring die mal rüber, ne? Richtig, ja. Ach so, die muss ich gleich stacken, ne? Ja. Also so richtig, ja, koordiniert läuft das hier noch gerade nicht, oder? Ah, da liegen die drei Ballen, okay. Die habe ich schon gesehen. Oh, ich fahre das jetzt weg und dann. Ja, da muss man ein bisschen entspannt bleiben. Oh. Ah, die Pressen sind geil, da kann man sagen, was man will. So, liebe Leute, wenn ich euch im Chat überlese, tut mir das sehr leid, aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Das Gefühl, ich bin viel zu langsam mit dem Pressen. Gerald, ja, vielen Dank für dein Support und das Update. Ne? Von mir gibt es auf jeden Fall nochmal Clap Your Hands für dich. Es geht ein bisschen besser. Danke. Hat kein Meister von mir gefallen, ne? Was ist Bail Stop? Jetzt nichts mehr weiter abladen. Bail Stop ist. Ihr habt Korn verkauft und der Mario, also und bei den anderen hat das Band gestoppt, weil zu schnell. Ihr habt jetzt einen Bonus von 3,0 und die anderen 1,0. Also rein mit den Ballen. Das Ding ist ja, wir müssen jetzt Ballen noch reinfahren, ne? Ja. Jetzt schütten sie schon dagegen. Ach so, die halten schon dagegen, ja. Ich hoffe, du hast nicht alles reingeleert. Ja, doch, natürlich. Okay, dann hast du etwa 7000 Korn gerade verschenkt. Ach, Mario, mein Gott. Ja, das weiß ich doch nicht. Früher konntest du da alles reinkippen. Mario, würdest du bitte den ÖRW auch wieder zu uns vorschaffen, wo wir weiter reintanken? Nee, mach das lieber hinten, dann steht ja doch viel näher an dem Dings dran. Ja, gut, dann fahr ich jetzt erstmal 2 Minuten zu den ÖRW, ist kein Problem. Ja, aber der steht doch viel näher dann da dran. Oh. Ich sehe schon, Jungs, bei uns läuft richtig. Ja, komm bitte. Auf jeden Fall. Gott sei Dank müssen wir das noch casten. Da kann man sich wenigstens noch vorbereiten. Ja, ganz ehrlich, das geht ja hier eigentlich nur darum, zu wissen, wie das funktioniert.
Okay, Werner betreibt Umweltverschmutzung. Nein. Aber Schwermetall ins Wasser geschmissen. Entschuldigung. Was hast du denn das Gewicht abgegeben? Ja, klar. Alles für die Fische. Und Drops. Muss ich mir mal kurz da... Oh, das funktioniert nicht mit X zu machen, um den zu stacken. Nein. Och Mann, ey. Die haben ja alles rausgenommen, ne? Ihr nehmt aber auch jeglichen Spaß weg, weißt du? So, jetzt muss ich einmal sehen, wie viel Spart ihr habt. Ah, da liegt schon ein bisschen was rum, ne? Weil ab einem gewissen Punkt, irgendwann kann die zweite Presse mit dazukommen, weil einer muss ja auch irgendwann stapeln. Achso, ja, ich bin schon mal am Pressen gerade. Okay, sehr gut. Ich fand das clever. Hast du selber entschieden? Ja. Gut. So, hier. 3000, wie viel braucht ein Ballen? 4000? 4000. Dann fehlen mir noch 50 Liter, Moment. Kommt drauf an, da sind die Pressen unterschiedlich. Ja, toll. Ich habe die John Deere, ich glaube, die ist aber... Da hinten liegt ein Drop, by the way, ne? Ja, ich weiß, fahr ich jetzt auch gerade hin. Also, beim Dreschen nebenbei. Was hast du denn da für eine Presse? Ah gut, die sind schon wieder weg. Die Johnny-Presse? Geil. Komm, Mario, Gas! Ja, warte, denn Gas, ganz ehrlich, unsere Punkte sind doch schlecht. Was soll ich denn jetzt stacken? Ja, aufholen. Achso. Ja, wir müssen nochmal abladen. Ja, ja, ich bin ja noch am Dreschen. Bin aber kein Einzige. Ich was versenkt hier noch? Weiß ich, ob Mario der richtige Partner ist für das hier? Nee, definitiv nicht. Mario kann jetzt das Stacken anfangen. Ja, du musst nämlich drauf aufpassen, die anderen haben jetzt gleich eine Kombo. Die haben 7 von 10 Ballen drin. Wenn sie bei 8 von 10 sind und ihr das Count habt, bekommt ihr für den Ballen 60 Punkte. Der Werner, guck mal hier, der legt die richtig schön ab. Ich will dir also, ja nicht unnötig schwer machen. Mario, jetzt einen Ballen unten reinschieben. Das sind 8 von 10 Ballen, haben die anderen gerade drin. Ich bin ja so ein bisschen Streak. Aber einer geht gerade oben rein. Hier ist auch in Ordnung. Hauptsache vor der Streak. Wir haben Bale, Combo, Conteret. Genau, das gab jetzt 60 Pluspunkte nochmal zusätzlich für euch. Oh, weitermachen. Ja, ein paar Downs. Waren es, glaube ich, oder? Hauptsache, es waren 92 oder so. Ja, vielleicht gab es nur 40 Punkte gerade bei den ersten. Wir nehmen auch 70, kein Problem. Nun leg den ab da. Oh Gott. Muss ich im Mario-Stream auch noch aufmachen, um Tipps zu geben? Katastrophe, ne? Mario ist auf YouTube, oder? Ja, genau, ja. Mario Hirschfeld. Ist der Einzige, der so idiotisch sich gerade anstellt mit dem Förderband auf YouTube. Gibt gar nicht mehr. Okay, ihr müsst auch gucken, dass ihr Korn abgebt. Denn die anderen machen 6 Punkte pro Ballen zurzeit mehr. Mal gucken, wo das Zeug ist hier hinten, wa? Ja. Nein. Hallo? Hallo? Ja, das Problem ist, liebe Zuschauer, die haben. Ich hatte Giants extra gesagt, sie sollen Autoload hier reinmachen. Nein, mach das nicht! Nein, Pum! Was ist denn? Ups! Weiß ich nicht. Das ist in Ordnung, Werner, einfach geradeaus fahren, du hast 2 Ausgänge. Okay, gut. Also, Hölle. Das war besprochen. Das war hier. So. Ja, nicht da. Ach so. Rechts hoch. Könnt ihr da nicht eine Mauer hinbauen oder so? Wieso stehen denn hier vorne 3 Ballen so übereinander? Die haben wir mittels einen Power-Dingens bekommen. Oh nö. Wichtig ist auch die Reifenspuren unter Wasser. Genau. Aufpassen, in 20 Sekunden kommt der Drop. Der wird gleich ganz oben irgendwo sein. Soll ich da hinfahren? Am Startpunkt. Einer kann da hinfahren. Ja, bin ja gerade frei. Ich fahr. Fährst du hin? Ja, okay, aber ich bin hinten halt bei den Übungen. Ja, das ist kein Ding. Ist in Ordnung. Wenn du dann jetzt gleich losfährst, weil Alter. Kommt jetzt. Ja, sie sind da. Ich kann. Ich sehe oben. Achso, machst du, ne? Ja. Also sie sind da ja dran, aber. Ja, ich weiß der Werner ist so dicht dran. Eigentlich soll der Werner gehen. Ja, ich bin gerade die Brücke rübergefahren. Okay. Was nennen wir denn? Whale, Bale, Witching, Gedöns gibt's scheinbar noch eins. Bale Weathering. Meine ich doch. Ganz genau. Hat er gesagt, ja. Da steht noch eine Zahl dabei. Wie hoch ist die Zahl? 3. Wenn okay, dann ist, klaust du den anderen 3 Ballen. Ja, also, ja, mach das. Wir ja, sind vorne. Auf jeden Fall wir machen. Sind vorne, yes. Bin da dabei. Ich bring mehr Ballen. Gut, das war eins zu früh. So, liebe Leute, wir gewinnen das hier gleich gegen den Weltmeister, ne? Bitte? Klar ist.
Nicht zu früh, Freunde, aber ja. Nein, ich habe den Pickup. Aber ja, sagt er. Nein, wir müssen uns jetzt freuen. Später ja. Hilft dann nichts mehr, da ist nichts mehr zum Freuen. Ach nee. Gibt es noch eine Geheimwaffe, was der Gegner jetzt noch auspacken kann? Mehr Ballen. Ja gut, aber. Und natürlich, wenn ihr keine Ballen reinschmeißt, dass die eine Kombo wieder haben. Ja gut. Boah, mir geht ein bisschen das Korn hier aus. So weit hinten dreschen ist gar nicht so geil, da muss ich immer so weit fahren. Ja, das kannst du den ÖLW-Fahrer sagen. Also. Ja, das war aber mein anderer Plan. Lohnt sich das noch, wenn du jetzt weiter presst? Ah, wenn du jetzt weiter drescht? Soll ich jetzt pressen kommen noch? Ich habe keine Ballen mehr. Ich brauche noch ein bisschen. Also, na gut, ich könnte auch noch pressen, aber da reicht der Schwad wiederum hier hinten her. Wir sind immer noch vorne, Jungs. Ja, wir haben eine schlechte Multiplikator. Wir haben nichts mehr, wir haben keinen Ballen mehr. Ja, ne? Ich bring gleich wieder zwei, aber Randy muss jetzt dringend abladen, weil wir haben einen richtig schlechten Multiplikator. Ja, noch mehr. Ja, pff, der ÜRW steht da hinten. Das Ding ist durch. Ja, warum drescht er dann noch? Dass sie Schwad haben? Achso. Ne? Also ja, ich kann nur aufhören und zugucken, das ist kein Problem. Weiß ich nicht, was der bessere Weg jetzt wäre. Eine Minute 53. Also jetzt nochmal bringt nichts, weil ich habe gerade mal noch 6000 Liter. Bis ich das Ding da hinten wieder geholt habe, wird er nach vorkommen. Nee. Presst ihr und haut rein. Ich lasse aber noch draußen, damit Mario dann nach oben geben kann, ne? Wir müssen mal gucken, ob wir das noch schaffen, ne? Ihr müsst aufpassen, dass sie jetzt keine Kombo machen. Die haben 7 von 10 Ballen. Also hau lieber unten einen rein. Richtig, genau. Toll, ich habe gerade abgeladen, danke dafür. Gut, kein Problem. Komm, dann. Weil sonst ziehen sie gleich noch an euch vorbei. Ja, dann fahr rüber, Mario. Ja, du bist witzig, fahr rüber. Ah, die Brücke geht runter. Ach stimmt, ich kann den Drescher zum Abladen fahren. Das ist richtig. Eine Idee. Fahr doch mal rüber noch. Ja, ja. Ich fahr ein bisschen mal rüber hier, okay? Ja. Unten rein, hast du gesagt? Unten rein. Einfach rein, einfach schnell rein. Nein, ja. Am besten jetzt. Hab ich doch gemacht. Achso, okay. Okay. Die anderen auch. Hast du nicht die schönen Soundeffekte gehört? Nee. Nee, okay. Ich habe, glaube ich, gar keinen Sound hier an gerade. Was bist du denn für einer? Wie lange kann ich denn aufs Band legen? Relativ lange, weil die anderen haben einen höheren Multiplikator. Das heißt, euer Band ist relativ schnell. Aber ich würde ein bisschen warten, bis wir die abgeladen haben, damit der Multiplikator besser wird. Ja, ich würde jetzt schon mal aufhören, weil ich bin jetzt hinter. Ja, verdammte Scheiße, Alter. Das ist immer, ich nehme immer die falsche Einfahrt. Wir sind noch vorne, aber es wird echt knapp, Jungs. So, Mario, da bekommst du noch zwei. Schaffst du die oben oder muss ich die unten reinschubsen? Nee, tu die zwei bitte unten. Ich habe hier noch einen für oben. Wir sind nicht mehr vorne. Verdammt! Nein, das ist richtig. Lädst du nochmal ab, Randy? Nee, ne? Ja, jetzt lade ich ab. Ah, lohnt sich eh nicht. Komm, ich schieb da unten rein. Doch, schieb die rein da. Ja, mach ja. Ach! Ah, nein, hat nicht gereicht. So eine Scheiße hier. Beibein, 20 Punkte. Komm, dann, also, oder? Hier, also bitte gegen den Freunde, Weltmeister. Gegen den Weltmeister. Also bitte. Ja, da können wir das auch mal schlecht. Essen. Ja. Meine Güte. Komm, das war nicht so schlecht. Dafür, dass wir uns angestellt haben wie die letzten Vollnoobs. Und die haben tatsächlich die gleiche Anzahl an Ballen. Die haben nur zwei oben mehr reingemacht. Nee, wir haben mehr Ballen. Nee, 26? Nee, gleich viel, hast du recht. Ja, ey, wir waren nicht schlechter. Kann danke. Wir waren nicht schlechter als wie der Weltmeister. Das muss man, ja. Wir haben es nur falsch gemacht. Wir haben es nur falsch gemacht. Genau so ist es. Oh nee. Wir haben es nur schlecht gemacht. Aber war doch relativ knapp. War doch erstmal unterhalten. Warte mal. Wollen wir ein Rematch machen? Dann machen wir. Ja, sicher. Warte mal. Ach ja. Ansonsten, Klaas, wie geht's, Frau Hauskinder? Alles nicht, nein. Also. Ich bin brav geblieben. Okay. Nee, und allgemein so. Ja, läuft. FSL-Finale, denke ich, ganz gut überstanden. Ja. Seit gestern zurück in der Schweiz. Läuft. Ah ja, du bist ja in der Schweiz stationiert. Stationiert? Er hat dort seinen Wohnort. Oh. Sind wir wieder rot? Ja, Gedenke. Ist der Server schon wieder da? Ja. Sicher. Also, geht ja in der Tat schneller. Okay, wäre diesmal besser, wenn man einen zweiten Front dann nimmt? Ja, du könntest zwei theoretisch stecken, ja. Weil so den ultraschen Vorteil hast du nicht mit so einem fetten Traktor, glaube ich.
Ja, schneller also Schwert halt, ne? Wenn ich jetzt den Waldram mit der Pflegebereifung und den Vorteil genommen hätte, hätte ich vielleicht mehr geschafft. Mhm. Er nimmt ihr zwei und ich nehme halt einen starken. Ja, aber Stefan hat doch gesagt, irgendwie nicht alle Traktoren ziehen die Pressen. Ja, aber die sie früher gezogen haben, ziehen sie jetzt auch noch. Okay. Bist ja, bitte. Ja, man kann ja ungefähr abschätzen, was die an Leistung haben. Stimmt, die Leistungsdaten habt ihr ja nicht geändert, oder? Im Vergleich zum Standard-LS. Lars? Nochmal, sorry, ich habe gerade was gelesen. Ich sage, die PS-Leistung habt ihr ja nicht verändert im Vergleich zum Standard-LS, oder? Bei den Traktoren? Wir spielen seit einer Stunde, seit 8 Uhr ungefähr. Ich glaube nicht, ganz sicher bin ich mir aber nicht. Okay. Ja, aber ich finde auch, liebe Leute, vielen Dank. Ich finde auch, das war eine ziemlich gute Leistung gegen die Pressen ne, Prodi ja, und Stefan haben das schon gemacht. Halt, ja. Und der Felix, also, wie gesagt, einfach picken, der Stecker von Trelleborg. Ich würde gerne auf Servo gehen. Schon nicht schlecht. Ah, die großen Pressen brauchen 300 PS. Okay. Aber was sind die großen Pressen? Kuhn Krone. New Holland und das Glas oder ne, was ist das für ein? Ja, die halt fett aussehen. Geh ich okay. mal davon aus. Hammer moin. Warte mal, hat er nicht irgendwo einen Link gepostet? Bale und Krone steht da. Harvester Balers. Du musst irgendwas machen mit Nigga, oder? Ja, ne, jetzt erst wieder. Es dauert ja mal eine Weile, bis ich hier was auswählen kann. Oder dass ich sagen kann, ich hätte gern nix, danke. Aber das mit dem Stacking ist, glaube ich, wirklich nicht verkehrt. Achso, diese nochmal. Also, Fan braucht 300, Krone braucht 300 und das war's. Die anderen 200 und 150. Mhm. Also, Fan und Krone, die haben wir beide nicht gehabt bisher, oder? Nein. Obwohl eine Krone-Presse schon nicht schlecht wäre. Also, ich bin wirklich geschrieben, New Holland und Case brauchen 200 PS. Such mal ganz kurz die Excel. Dann das Google Sheet, dann könnt ihr euch das nicht haben wir ja. Das habt ihr. Okay. Ja. Das habe ich gerade vorgelesen. Martin, also, grüßt dir. Grüßt dir. Einen wunderschönen guten Abend, der Herr. Hallo. Ach ne, ist aber schön, dass du da bist. Oh, jetzt wird's aber eklaut. Was, wieso das denn? Wir dürfen uns aber freuen. Nee. Hier, Renny, dein Job. Wir haben gerade verloren, wir müssen gewinnen jetzt. Richtig. Aber das war doch nicht verloren, das war an Erfahrung gewonnen. Und zwar so viel. Du drehst auch alles so, wie du es gerade brauchst, ne? Richtig. Meine Güte. Da vorne ist das Glas halt voll, nicht halb leer, ne? Und die haben den Drescher gesichert. Was für Bobs. Ja, bitte. Viel Spaß damit, sag ich mal. Voll die Noobse. Das Schöne ist, es kann sein, dass es trotzdem einen Ideal gibt, auf den ihr fahren könnt. Weil, nee, warte, der ist gebannt, ne? Nee, das war Perk, glaube ich. Also, das war, genau. Ja, Perk trotzdem. Nee, warte, jetzt bin ich mir gerade selber unschlüssig. Doch, den gibt's extra. Den gibt jetzt zwei, hat Stefan vorhin auch gesagt. Kann man doppelt kriegen. Renny, hast du jetzt echt einen Stapler genommen? Renny! Was nein, ist das denn? Nicht, aber wenn ich oben in diesen scheiß Player-Perks drücke, muss ich unten nochmal drücken, weil das mich wieder rausnimmt. Ja, man ich muss. Ich krieg die Grütze hier, also, ich sag dir. Das wird genau das richtige Spiel. Ja, also ich sehe zu, dass ich einen Drescher kriege, ihr nehmt es wie Frontlader. Da ich hab einen Frontlader genommen. Ein bisschen entspannt bleiben. Ja, genau, ey. So eine Scheiße. Ja, warum lockt sich denn das unten wieder aus? Was ist denn das für ein Sinnlos? 200 Puls habe ich. Du musst das dann auswählen, Mr. 200 Puls. Ich wähle hier was aus, keine Sorge. Ach, guck mal hier, ich kann wieder einen Fast Track nehmen. Ja, nimm den, der ist gut. Ja, hier, Padaut. Alter, wir haben so viele Punkte Confirm übrig, ne? Confirm Selection. Ja, Padaut, so läuft das. Ja, weil ich keine Karre gewählt habe. Ah, toll, Randy, ganz toll gemacht. Ja, ich habe sie gewählt, sie ist auch wieder ausgewählt. Na klar. Ist halt wirklich so, ich habe oben auf den Deutz gedrückt und oben auf den Player-Perk. Dann ist der Deutz raus. Was soll denn das? Na klar. Na klar, Randy, ist okay. Ich bin live, das kann hier jeder bezeugen. Ich bin live. Die Leute gucken. So, Leute, jetzt wollen wir uns ein bisschen entspannen. Vorher mal ganz ruhig tief und durchatmen. Also, Ronny, steig doch einfach aus. Hä? Oh. Bei mir ist kein Ideal. Du bist, wenn du geradeaus wärst, kommt ein Ideal. Da ist New Holland. Ah, da hinten. Oh, es geht los. Sag mal, das heißt, die Krone-Presse können wir nicht ziehen? Nein. Aber ich kann die picken, oder? Ja. Alter, wer hat denn diesen Baum hier hingemacht? Ich gehe auf den Ideal, ich gehe auf den New Holland Drescher, dann haben wir schon mal wenigstens zwei Drescher. Ideal bin ich drin. So, ich habe die Krone-Presse runtergezogen. Soll ich den jetzt gleich ganz runterfahren? Ja, wäre sehr freundlich. Claimed.
Anfangen zu dreschen? Anfangen zu dreschen. Ja, fangen wir an zu dreschen. Ich hol mir die zweite Presse. Bleib weg dafür runter. Hier auf dafür, du Drecksding! Oh nein, die ist geclaimed. Nein. Mann! Aber denken wir brauchen Rotbeinpressen, ne? Er ist kaputt. Keine Clip-Funktion, keine Beweise. Stimmt aber doch. Er ist kaputt, drückt doch. Ich sag mal, fährst du heute das erste Mal S oder was? Sag der, was den Gabelstapler genommen hat. Ja, was kann ich machen, wenn das momentan noch ein Bug ist? Boah! Hab ich noch nie was von gehört. Ja, ich sagen. Kann jeder hier im Chat. 300 Puls hier, ey. Claimed. Hier, Padouts. Gibt kein Tempomaten, Eddie jetzt? Boah. Das ist E-Sports hier. Ja, habe ich mich auch schon drüber beschwert. Kein Tempomat, ja. GPS fehlt auch. Autodrive, ist alles nicht da. Ist hier kein Curseplay drauf. Komplett Autoload. Es ist wirklich. Mario? Ja, bitte. Bevor du dir noch ein Käffchen machst, machst du uns den ÖLB auf, bitte. Ja, kann ich gleich machen. Aber auf bringt doch nichts. Da muss ich einen Trecker dran stehen lassen. Doch, scheiße. Das die Frage ist, ob jemand von euch mit dem Gabelstapler runterfahren kann, den anhängen kann. Ich steig da nicht ein. Aus ich glaube, der Gabelstapler kannst du nicht anhängen, oder? Jeder sagt, ja, könnte sein. Habe ich noch nicht getestet. Wenn ja, ist das ein Fehler? Ausgeschlossen sind Fehler natürlich nicht. Der sagte, ausgeschlossen sind Fehler nicht. Ja gut, also muss eh ein Stecker im Endeffekt da vorne dran. Wieso erstmal liegt denn hier jetzt ein Ballen am Boden? Ja, den habe ich da gerade hingelegt. Den nehme ich gleich mit dem Frontlader mit. Wir müssen ein bisschen den Plus-Bail machen, ist richtig. Also der Nächste, der in deiner Luke hängt, muss da bitte einmal da rein. In die Scheune. Guck mal, ich ebne dir sogar den Weg. Und du standst gerade da wie so ein verschrecktes Reh. Oder angefahrenes Wildschwein. Okay. Dann halt nicht, Mario. Doch, ich fahre sofort hinterher, aber ich bin ja schneller mit der Presse als du. Ah ja, gut, stimmt, aber. Mach mir mal schön den Weg frei. Du bist ja gar nicht hochgefahren. Nee, aber ich habe dir hier zur Straße geebnet. Ich bin gleich voll. Ja, ich auch. Wo steht denn hier das nächste Ding? Achso, das hast du da oben stehen gelassen. Gut. Na gut, ist ja logisch. Wie viel geht denn da in den Ideal rein? 17.100 Liter. Aber ich hab Speed Boost, von daher. Dann haben wir die Krone-Presse, warum nutzen wir die Krone-Presse nicht? Soll der Mario 2 Pressen ziehen? Ich hab die nur gesagt. Nein, aber wäre ja besser. Drops sind da hinten, Randy. Ja, wo da hinten, ich sehe ja nicht. Ich hab mich so richtig festgefahren hier mit der Presse. Ich hol mir das, achso, da, ja, alles gut. Also, was soll ich jetzt machen, Jungs? Ich hab keine Arbeit mehr. Was haben wir denn hier? Ja, der Traktor, der muss vorne dran. Ihr müsst abladen. Ja, Randy holt den gerade. Speed up. Ach komm, wir nehmen Speed up. Ich mach schon mal den zweiten Johnny, also den Johnny her. Oh, das läuft nicht so richtig geordnet gerade. Oh nee, ja, weil irgendjemand den Stapler nehmen musste. Ja. Was kann ich dafür, wenn die Technik nicht mitspielt? Ach nee. So, Randy, ist perfekt vorbereitet. Ja, wunderbar. Mal ruf die Hütte. Ich dresche dann weiter mit dem Ideal, wenn es für okay ist. Ja, das immer ran da, immer ran da. Ey, wieso? Wir müssen in den Scheißdreschern drinnen sitzen bleiben, Junge. Ja, mach ich doch. Ja, echt mal einmal mit Profis hier. Erleg dich ab. Du bist einfach richtig gut hier heute. Wir sollten ein eigenes Team gründen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Oder nicht. Erlangen spielen, oder weißt du, da hörst du nicht mal die ganze Zeit die Caster, sondern nur noch irgendwie das ganze Team hier die ganze Zeit rumbrüllen. Stimmt. Alter, Klaas, wenn das ein Fake war, ne, mit dem Verteilen, ey, dann... Sagt ihr das? So, hier, so habe ich das gesehen, so sieht er in der FSL aus. Wenn ihr zu zweit abladet, macht es Sinn, dass ihr einen komplett abladet? Ja, eigentlich. Ich guck gerade, was drin ist, kann noch, und halt! Hau ab! So, seht ihr, das ist Profi-like, ne? Zwei Ballen da vorne drauf, hinten die Presse hinterher, so muss das laufen. In der Mach FSL. Doch keinen Zeitungsbericht raus, ey. Bitte keinen Zeitungsbericht raus. Wir müssen irgendwas feiern. Werner, wir müssen irgendwas heute feiern. Ich will den Sieg feiern und nicht. Schön gemacht hier mit dem Ball. Ja, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn die Ballen da irgendwie drauf landen. Ist FSL auf Probe? Das ist momentan der neue Client, der aus der Beta getestet wird. Der wird dann aber in FSL Season 3 eingesetzt, ja. Also das heißt, das, was ihr bis jetzt von der FSL kennt, das könnt ihr alles über den Haufen werfen. Das ist dann das Neue. Und ich glaube auch, das wird dreimal geiler abgehen wie der Vorgänger. Der Vorgänger war zwar auch schon recht schick, aber ich glaube, das wird nochmal ein ganz anderes Level. Randy, nimm den Überladewagen wieder mit, ne?
Ja, ja, das ist mir klar. Ich muss erstmal abdanken. Gut. Entschuldigung. So, ich weiß gar nicht, was die haben. Wir haben 110 Punkte. Das Ding ist gelaufen. Die haben, die schlottern doch vor Angst. Mach nicht so viel rein. Nee, ich nehme mach, bis, mal mach bis 2, bis 2, 8 oder so und dann fahr weg. Bei 9, ja. Bei 9. Ja, noch ein bisschen geht. Noch ein bisschen. Ja, noch ein Mühe. Noch ein bisschen. Ach, Gott. Noch ein bisschen. Ja, es geht. Okay, nicht so viel. Nicht mehr lange. Noch ein bisschen. Jetzt noch ein Stück. Pressen, pressen. Oh, wir sind auf jeden Fall die Gruppe mit der lustigsten Nummer hier heute Abend. Ja, ja, damit gewinnst du kein Preisgeld. Ganz ehrlich, da habt ihr überhaupt jemals das Gefühl gehabt, in der FSL ein Preisgeld gewinnen zu können? Ja, Replix hat seine 10.000 und ein paar Zerquetschleute hier reingeworfen. Also die können wir gewinnen. Ja, genau. Also ich bin gleich wieder voll, Randy. Ja, ja, das ist schön. Ich bin. Entschuldigung, ich hab noch so einen publischen Waldraff vorne dran. Jetzt komm halt ran. Ja, Entschuldigung, mehr wie auf Weg stehen kann ich nicht. Also ich kann noch aufstehen. Nee, bitte nicht. Nee, nee, links, 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 links. Das andere links. 200 das Puls haben wir schon wieder. Bist du, Gottes Willen. So. Besten wir während der Fahrt abtanken. Ja, ja, bin schon dabei. Deswegen hab ich jetzt, mach ich ja auch einen Bogen hier. Irgendwas, hör ich da von der Uhr her? Ja, Drops. Sick. Keine. Doch, ach, ganz hinten beim Abladen. In Ordnung, dann muss er gleich hin. Ja, ist richtig. Dann machen wir das Schneidwerk runter, fahren sie weiter. Ja, jetzt schrei mich doch nicht so an. Ich schrei dich nie an. Das ist die ganz normale Unterhaltungslautstärke. Ja, es ist immer noch ein publischer Waldra. Alter, wir haben daneben gekippt, guck dir die Scheiße an. Nee, was kann ich denn da dafür? Achso. Schneller, bisschen so, schneller, Randy, bisschen, flotter, bisschen. Jetzt muss man einmal tief durchatmen und dann so, werden wir das Ding schon nach Hause holen. 22, 23 und halt! Jo. Aber der Chat hat recht, lieber Waldra statt Stapler, ne? Ja, das stimmt tatsächlich. Oh, das ist ja, aber 30 Sekunden komme ich hier hinten nur nicht mehr dran, Sandy Drops. So, wir haben doch schon ab. Ich kann doch auf jeden Fall Ballen hochpacken. Ja, oder? Wir haben 2,9er Multiplikator, los geht's. Ja. Auf jeden Fall, ja. So, Drops weg. Die hatten Fast Delivery? Oder hat die irgendwas erkühlen? Ach guck mal, das so mag ich dann mit dem Förderband. Wenn das so langsam läuft, dann weiß ich, ich habe keinen Stress, ich kann das ganz entspannt machen. Mario. Randy, abladen. Ja, bin dort da. Oh, jetzt kippen die anderen gerade ab. Ja. Oh, auch ein bisschen viel auf einmal. Was machen die da? Die haben Big Hole, die haben einen anderen Bonus. Oh nein, jetzt geben unsere Punkte keine... Oh nein! Das ist aber gemein, oder? Was für... Oh nee, wie kann aber man Randy das Aber Randy lädt gerade wieder auf, oder? Ja, Randy lädt gerade ab. Ich lädt gerade ab, um überhaupt das im Halbbase auszugleichen, aber... Das hast du hervorragend gemacht. Wir kommen auf 1,7 vielleicht. 1,8 mit höchster Not. Ja, 1,8 leer. Ja, 1,8 ist aber schon nicht verkehrt. Bin gleich wieder voll. Aber die konnten es nicht nutzen. Nee. Also, genau, ja, mit 22 Punkten. So, was ist hier mit Ballen? Soll ich die jetzt hier alle alleine reinsammeln oder was? Ja, es wäre schön, wenn du die reinwirfst, ja. Ja, reinwerfen ist schon klar, okay. Aber jetzt mit Ballen nachholen. Kann ich mit dem Drescher abtanken fahren? Kannst du, aber das ist ein bisschen eng dort. Was ist das? Eng. Das ist kein Problem für mich. Na ja, gut. Weil da kannst du Mario jetzt helfen mit der zweiten Presse. Das ist richtig. Wir haben noch mal ein bisschen mehr als 5 Minuten. Ja, Ballen reinbringen, das hilft, das ist gut. Ja, weil ich brauche wieder Ballen. Hier stehen, brauchen wir eh nicht mehr. Ist da noch was drin? Nee. Okay. Ich werde ja nicht mit dem bekloppt, ich bin da vorne nicht mit dem Fall nicht wieder zurück. Frag für einen Freund. Achso, naja, gut. Grüß ihn von mir. Ja, wert schöne Grüße. Wir sind noch vorne, Freunde. 5 Minuten, das könnt ihr ja gar nicht mehr aufholen. Nee. Wieso kann ich das Schneidwerk nicht abkuppeln? Kann ich als Caster bestätigen, dass in 5 Minuten nichts mehr passiert. Das Problem ist, die anderen Jungs haben 15 Ballen und ihr 3. Ja, wir haben hier auch gar keine Ballen mehr. Was soll ich denn dir hier helfen? Ja, nicht stapeln, du sollst sie pressen! Pressen, 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 pressen! Ich sag die ganze Zeit ja, helf Mario, helf Mario! Ich brauch Ballen! Na, also, da musst du sagen, da müsst ihr mal pressen! Ey, und nicht so, komm zu mir! Was sind das für Anweisungen?
Einfach schön. Ey, ist ja echt cool, links einer. Wo geht's denn hier rein? Die erste Straße. Die erste Straße. Alter, wer hat das Haus hier hingebaut? Das ist immer noch die zweite. Oh, da ist eine Leiter. Krieg hier zu viel. Jungs, ich schaff das. Ja, locker. Das war mir schon klar. Ich habe keine Zweifel dran. Ey, die hat er aufgehört mit Pressen. Mit Dreschen, ich war blöd. Alter. Na, was sind die Drops? Also die spawnen wieder hier oben, ne? Ja. Lord Baylor? Oh, das ist gut. Das gibt euch Ballen. Okay. Ja, das Baue ich gerade Sinn, kein Problem. Ist tatsächlich nicht verkehrt. 4 Stück bekommt ihr, wenn ich es so richtig sehe. Hätte man nicht einen Wald nehmen können mit Pflegebereife? Ja, das wäre ja auch nicht besser gegangen mit dem mit der Presse dann. Pflegebereifung, Waldra sind, glaube ich, weniger. Hier, oh, die sind vorne, die Schlingels. Ja, ganz ehrlich, wir machen das jetzt um. Vorhin waren die vorne, waren wir vorne, da haben die gewonnen, jetzt gewinnen wir. Also jetzt. Ja, wir wissen nicht mit was, aber das auf jeden Fall. Jetzt habt ihr Punkte für eure Ballen bekommen, kann das sein? Es sind gar nicht Ballen gespawnt bei Lord Baylor? Weil ihr auf einmal so dicht dran seid? Das glaube ich schon, müsste sein. Außer es sind Ballen reingeflogen. Wir haben auch den höheren Multiplikator aktuell. Ja, aber nee, also ja, da haben wir Punkte dafür gekriegt, ja. Weil es hat keiner gerade was reingeworfen. Aber Ballen braucht ihr. Die anderen haben 9, ihr 2. Ich hatte doch hier irgendwo vorhin 2 Ballen hingelegt. Wo sind die alle hin? Ich hab's ja nicht mehr nach Hause genommen. Sind die automatisch da reingeflogen jetzt, oder was? Wirklich? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich die Ballen, die wir hier rumliegen hatten, sind da reingeflogen. Vielleicht war das mit dem Lord Baylor, die 4 Stück. 3, 4, ich weiß nicht, die Zahl. Ja, das kann sein. Achso, dass er dann die Ballen automatisch einfach nur da reinhaut, wie viele halt gerade da sind. Das ist ja. Es sind noch 2,5 Minuten. Ich glaube, es ist genügend Spart da. Das kann ich von meiner Perspektive nicht sehen. Ja, da kann locker. Der Werner nämlich den Stapler nehmen und mal einen Ball nach vorne bringen, der gedroppt wurde. Wo sind denn die? Es wurden keine Ballen gedroppt. Die Ballen wurden aufgesaugt, die wir hier liegen hatten. Ja, aber hinterm Randy. Der kann gleich mal einen Ballen droppen. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Randy, lass mal 2 raus. Bin dabei. Sag mal, wie war die Kombination da nochmal? Z. Ja, passiert noch nichts. B und Z. Achso, halt, ja, warte mal, schon falschen, oder? Z, hä, warte mal, hier, wo ist denn hier das Z? Steuerung Z. Es geht nicht um Gewinn oder Verlieren, es geht um. Nee, du Gewinn, musst die Presse ausmachen, wie man dafür gewinnt oder verliert. Achso, ach Gottes Willen. Macht er hier Doppelstacks? Ich bin ein starkes Profi. Boah, ich will mich wie ein großer, du. Ja. Renny, ich komm auch noch welche holen. Schön rauswerfen die Ballen. Ich hab aktuell keiner. Okay, der Waldra ist für die Krone absolut nicht gemacht. Warte, Werner, ich nehme die mit. Rufe mit 2 km/h hier. Geweckt ist in meine. Geweckt ist in meine Sache. Ey, der ist gut, der Stapler. Ja, der ist super. Der ist richtig geil. Ist halt ein bisschen langsam. Ich fahr die rüber, ne? Kein Problem, Jungs. So mach ich das. Und, Chat, bevor er am Graben ist, fällt er in den Graben oder nicht? Nein. Mach mal raus, Randy, da müssen 2 drin sein. Ich glaube, der legt sich gleich auf die. Nee, ich sag's nicht. Ja, und dann weiter pressen und nachher oben abladen. Das nachher wird's noch nicht mehr geben. Oh, die laden nochmal ab, ehrlich jetzt? Wie kann man denn nur so sein? Ja, die sind dreist, echt. Das stimmt, wie kann man nur so sein, hast du recht. So, hier, den habe ich schön festgelegt. Es geht aber gut mit dem Stapler. Das geht richtig gut mit dem, ohne Scheiß. Geh mal weg. Wir machen hier die Ballen. Du hast einen verloren, warte, ich hol ihn, kein Problem. Achtung, ja. Stopp. Ballkanone! Und den Stapler will ich auf jeden Fall mal testen. Theoretisch gehen sogar 2. Also so, mach den unten rein, Werner. Komm, zügig. Sogar 4. Oh Gott, wir haben den. Werner, mach den unten rein. Schnell. 6, 5, 4, 3. Komm, jetzt Gas. Schieb den Ping jetzt da rein. Ich schieb den an. Warte. Besser, komm jetzt auf den Blatt Engel dran. Das wird knapp. Wir schauen uns gerne nochmal die Punkte an, Blatt Engel. Ja, wenn diese schöne Animation hier vorbei ist. Oh nein. Wie stand's denn das jetzt hier? 513 zu 389. Ah, weißt du, das ist ein Problem, die werden besser. Also,
ich glaube, wenn wir den Stapler nicht gehabt hätten und noch einen Traktor mit einer Presse, wäre das besser gewesen. Randy, ja. Du bist schuld. So. Die Technik ist schuld. Okay. So, aber egal, was ihr jetzt macht, ich hole mir kurz die Köder. Ja, wir haben ja genug Spieler. Ja, bitte. Was holt er sich? Nicola! Nicola! Nicola, alles ja noch näher. Ah, da trinke ich mir noch ein Wässerchen drauf. Achso, ich dachte schon. Kannst du was anderes drehen, wenn du da drauf lüsterst? Wir nehmen dir das nicht übel. Heute Abend müsste es wirklich was anderes geben. Ja. Abbrechen, die ganze Nummer hier. Muss man ja kiffen, um das hier auszuhalten. Das mehr kiffen ist auch schön. Egal. Alle guten Dinge sind drei, das gewinnen wir jetzt. Ich finde auch tatsächlich eigentlich für den Stapler reinschieben hätte es 200 Punkte geben müssen. Minimum, ey. Also ich glaube, wenn die anderen nicht den Rablix im Team hätten, dann würden wir sie zerstören. Oh ja. Ja. Ja, man muss. Klaas, das gefällt mir deine Denke. Immer das Positive daraus sehen, ne? Aber Klaas, jetzt nochmal zur Dings. Also ich kann mir während meiner Player-Pick-Phase einen Traktor picken, ja, und einen Power-Perk. Richtig. Okay. Aber das ist egal, muss ich erst oben und dann unten oder ist das relativ? Es sollte keine Rolle spielen, wenn du drauf gedrückt hast. Ich habe unten ist es drin. Einmal drauf gedrückt und dann oben drauf gedrückt und dann ist das unten weggegangen. Teste das eben nochmal, weil ja, wenn das so ist, dann ist es in der Tat wirklich ein Fehler. Ja, ja. Das ist nämlich genau das. Ne? Das war Bug-Using von den anderen eigentlich. Ja, genau. Ne? Ihr hättet das Match im Vorfeld aber auch gewinnen können. Trich, ne? Guten Abend. Was hätten wir? Das Match im Vorfeld gewinnen können, weil ich habe bei einer Person auf dem Stream zugesehen, die gezeigt hat, wie schön die New Holland Presse ist. Aber das passt natürlich keine Beine, wenn man draußen um die Presse herumläuft. Ne? Ey, es waren 5 Sekunden, jetzt bleib mal ruhig, also bitte. Bitte? Wer da? Ihr habt doch keine Zeit gehabt. Ja, 200 Puls habe ich. Da brodelt es. Kennt ihr das Wutbarometer? Das steigt so langsam an. Und so, was ist denn hier mit, wo ist denn der Rest? Wollen die nicht mehr? Ihr müsst kurz warten, Homer muss eine rauchen. Ach nö. Wirklich? Weiß ich nicht. Komm hier, mach mal ohne Homer. Scheiß Raucher. Rablix ist da? Kann er nicht noch Bude qualmen, wie jeder andere Anchenscher auch? Genau, so ein Mr. Stuhl halt spielen. Oh nein, jetzt haben wir echt ein Problem. Warum? Richie? Richie spielt auch mit, ja. Prodax ist Observer. So, können wir nicht mal festhalten, dass die beide mit Gabelstapler spielen müssen? Das wäre geil. So, hier mal ein kleines Handicap einbauen. Ja, ich finde... Und ich wollte gerade schon sagen, so in meinem letzten Match zerstört ihr sie. Ja, genau. Dein letztes Match? Echt? Ja, ich kam ja gerade erst von der Arbeit. Oder wenn ja, du mich angeschrieben ja, hast. Das ist doch hier... Ich schreibe das einfach als Arbeit rauf hier. Das ist ja... Gibt's nicht. Nee, da hast du auch recht. Das ist auch richtig, aber du machst das ja auch nicht für die Arbeit, sondern für Spaß, ne? Und richtig. für uns, ne? Aber ich muss Prioritäten setzen. Und Priorität ja, hat, meine Hunger zu stillen. Ach Quatsch, aber guck mal, dann macht Randy hier auch die ganze Zeit parallel. Ich habe mir das reingewürscht, weil die einfach zu unfähig waren zu liefern. So, hier, wir können zuerst bannen. Aber Randy, aber. Ja. Zeig deine nicht vorhandene Unfähigkeit bitte. Und wähle das richtige Fahrzeug aus. Das jetzt kann jeder live sehen, wenn das jetzt wieder so ist, dann ist es ein Fehler. Also, beziehungsweise dann achte ich jetzt vorher drauf, dann ist es trotzdem ein Fehler. Das DLC ist gratis. Ja, das könnt ihr gratis spielen. Ihr müsst euch nur anmelden auf der Farm Simulator League, also FSL. Giants-software.com. Einfach ein Team erstellen. Das ist relativ egal. Stellt einfach ein Team und dann habt ihr dort einen Code. Genau. Damit könnt ihr euch den ganzen Schrott runterladen. Kostenlos, nicht richtig. Ein Cent. Richtig. Ne? Hab mir schon 2 Teams erstellt, noch zur Sicherheit, falls ich doch mal ein Team gründen will, dass die Namen nicht wechseln. Ja, habe ich auch. Team Sachsen oder was? Die bemitleidet. Ich glaube, wir haben immer Eastside. Irgendwas noch ostdeutsches Klischee. Ob die jemals zugelassen werden mit den Namen, weiß ich auch nicht, aber Hauptsache sind erstmal gesichert. Eastside ist doch jetzt nicht so.
Das müsste eigentlich gehen. Dann machen wir, Werner, die Westside-Story, oder? Die Westside, oh, das klingt wie ein altes Ehepaar. Hör auf. Kann man FSL, was? Kann man die FSL dann auch ohne Hauptspiel nutzen? Nee, das geht nicht. Nein, du brauchst den LS als Hauptkomponente. Der Spieler, was? Der die Presse hat, soll, nachdem er das erste Mal Ballen abgeladen hat, die zweite Presse zum Feld bringen. Das ist eine Idee. Bin ich jetzt dran? Nee. Das steht immer in der Mitte. Ja, also erstmal kommt jetzt der Kapitän. El Capitan, wer ist der Kapitän? Mehr? El Capitan. Immer noch ich. Okay. Wer hat das sich denn eigentlich ausgedacht? Ich einfach, ne? Ah, okay. Boah, das ist irgendwie böse. Der Einzige mit Profi im Namen. Was ist, wenn man FSL spielen will, aber keine Freunde hat? Erstmal natürlich mal Mitleid. Und dann einfach jeden Abend ab 17 Uhr einfach auf giantsoftware.de, den lieben Klaas. Genau. Der sucht sowieso viele neue Freunde. Also von daher, der würde ich bestimmt in seinen Freundeskreis mit einschließen. Während der FSL. Danke, Florian, für den Gift. Jetzt ab an den Klaas. Splinter, gute Nacht. Schlaf schön. Ja, Aurelia hat recht, ich bin immer auf der Suche nach neuen Freunden. Sehr okay, erst Tom oder ich. Und dann. So, jetzt wählen wir den ganzen Spaß aus. Komm, dürfte ich bitte. Dankeschön. Ich wähle das aus und wähle das aus. Jetzt ist beides. Jetzt ist beides drin, 6 Punkte. Jetzt ist es fixiert. Du musst es aktivieren. Also von oben nach. Es ist aktiviert, Junge! Rechts unten aktivieren, Randy! Du bist dumm, Junge, es ist da eingeloggt! Warte. Ja, hat gepasst, super. Ich bin komplett bescheuert, oder was? Ich wollte das sicher gehen. Nein, ich hab das verfahren. Du musst doch Alpendudler sein. Rosse, guten Abend. Hello, hello. So ein Blödfan. Oh, ich muss auswählen. Ja, kriegst du mit. Werner! Gabelstapler for the win hier. Ja, irgendwas genommen einfach. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ich hab irgendwas genommen, sagt er. Hier, pick next. Also das mit Frontlader, am besten mit Pflegebereifer. Jetzt hat es Sinn gemacht, wenn der Randy an der Pressure genommen hätte für Ballenpressen, weil er hat den großen fetten Traktor. Ehrlich mal, oh Mann. Ja, dafür habe ich Speed und kann die Boosts einsammeln, was die anderen nicht hinkriegen. Aber, oh, Home hat den Stapler genommen. Ja, sehr gut. Also ist das klatschen. Vielleicht doch ein Bug. Nee, der war nur nicht da, glaube ich. Ja, kann, ja, weiß ich. Ja, doch, er ist ja gejoyed. Er hat auch keinen Perk ausgewählt. Kein Perk genommen. Ja, gut. Ja, da muss man auch ja, mal gönne können, ne? Gefallen, man kennt's. Ja, das, ja, 5 Punkte haben die übrig. Ja, wir haben alle verwendet, wunderschön. Ja. Oh, ich habe ein Gewicht hinten. Boah, ich hoffe, das geht ab. So, ich habe extra einen fetten Traktor genommen, damit ich auch noch eine große Presse ziehen kann. Okay, also wir haben, okay, Werner hat rechts den New Holland. Du hast links den Holland und rechts hast du den Fan-Traktor, Werner. Ich nehme oben links die Krone erstmal. Wohin soll ich denn? Ja, zu den Drescher. Ah, Drescher. Ich gehe auch noch schnell zum Drescher. Rush war ja jetzt auch nicht verkehrt. Gibt's die Rush noch? Ja. Ich habe eine Krone. Ich habe die Holland. Ah, nein, du bist schon die, Entschuldigung. Geclaimed. Ja, die ist auch, der Drescher ist hier geclaimed. Ich nehme den anderen Drescher hier noch. Rostelmarsch habe ich. Rostelmarsch? Ja. Ich fange schon mal zu dreschen, ne? Eine muss. Soll ich auch dreschen? Harvest, das Streak haben wir, Jungs. Jetzt gehen wir Vollgas hier. Will anyone play with us? Oh, Hosse, I don't know. So, Freunde, wir haben einen Harvester Streak. 3 Drescher haben wir am Start, Freunde. Aber wir haben nur eine Presse, oder? Sicher? Also ich habe die New Holland, ja? Ich hab die Krone gezogen. Nee, das ist doch super. Ah ja, gut, dann passt das. Ne, dann haben wir doch 2. Und die Krone sollte meiner auch ziehen können mit seinen 280 PS. Das kriegen wir hin. Klaas, wie viel geht denn in den Rostelmarsch rein? Keine Ahnung. Lass mich kurz die Ankündigung suchen. Ich habe... Fahrzeug ist auch neu, ich habe noch nicht alle Daten im Kopf. Lass den doch mal essen, den Jungen. Ich bin auch gar nicht aufgestanden. Muss das in die Küche gehen, oder was? Ah, verdammt. Ja, der Weg ist soweit. Ja, in der Villa, ich kenne das. Das glaube ich dir sogar. Ja, der Werner hat eine riesen Villa. Und dann dieses eine kleine Zimmer, wo er immer seine Aufnahmen drin macht, wo er schon mal die Interviews macht.
damit das nicht so aufträgt. Warum bist denn jetzt so? Ja, klar, der First Spell ist egal, ob der oben oder unten reingeht, oder? Das ist egal, ja. Je früher, desto besser. Wir sind richtig, richtig früh dran diesmal. 13 Minuten, das könnten ja 96 oder sowas werden jetzt unter 13 Minuten. Ich weiß noch nicht, was der was in den Rostenmarsch reingeht. Warte, ich suche für dich. Danke. Aber der fährt extrem schnell, der fährt 16 Sachen. Der fährt 16, ja. Da passen nur 10.500 Liter rein. Ja, habe ich. Voll. Gut. Das ist einfach. Just in dem Moment, jetzt ohne Quatsch. Wie viel geht denn in New Holland ein von dir rein? New Holland. Wenn ich mache jetzt nicht diesen, ich bin voll, alles gut. 17,5. Ihr Problem, ich liege auf der Seite, ich dachte, das kann gar nicht passieren. Oh nein. Oh, jetzt hätten wir hätten es jetzt hätten wir es geschafft, Renny. Nee, was kann ich denn dafür? Die Brücke ging gerade. Es hängt immer an Renny, ne? Was machst du, Werner? Gehst du den. Ich muss einen Traktor holen, ich bin MF voll. Holen. Ja, ja. Häng die Presse ab und häng die Presse ab, Renny. Ja, wenn er dabei. Ja, ne, ich bin über die Dings gesprungen. Muss ich die aufrichten oder geht's? Nein, es geht. Nee, die Presse ist halt verloren. Komm, hier ran an den. Ja, wir haben natürlich jetzt auch blöd hier hingelegt. Wo ist der New Holland? Quatsch, die Krone-Presse. Pop sind da. Alter, am Pop ist der Welt, ey. Wo? Da hinten. Ja, das war blöd. Wir hätten. Werner, du hättest einmal zum Überladewagen fahren müssen. Einmal rundherum. Ja. Ich sag's doch nur, für die Zukunft. Du hast doch auch einen Drescher gefahren. Für die Zukunft. Ja, ich war aber erst da unten dran. Komm hier, entladen. Ich bin doch nicht der Hund, hallo. Komm hier, komm. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. E2, das war der falsche, warte. Ja. Oh, das ist nicht zu glauben. Herbicide, wir haben Herbicide, dann haben wir den Grand Multiplikator. Yes, Gott. So, hier, aber das geht bestimmt besser. Jetzt lad doch ab, du... So, nochmal zum dritten Mal die Frage, wo zur Hölle ist die Krone-Ballenpresse? Oben! Ja, oben ist schön. Ach, da, ich sehe sie. Nee, oder ich sehe sie doch nicht. Gut. Ich will es formulieren. Soll ich dir einen Textmarker machen? Ehrlich? Ich glaube, das ist immer noch ein Fake, ne? Oh, irgendjemand muss drin sitzen, warte. Na, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und stopp! Ja, ich bin auch leer. Ich fahr weiter. Werner, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen. Zumindest wenn beide Parteien fahren, ist man auf jeden Fall schneller. Wenn es nur der Drescher macht, weiß ich es selber noch nicht. Okay. Wieso liegt denn die Presse da hinten immer noch auf der Seite? Die kann man doch wieder gerade legen, oder? Die wartet auf Wind. Ich hab erstmal hinten den Hör geholt und jetzt die scheiß Krone, die 3 mm weggeschoben worden ist, wird vom Spawn gesucht, ja? Freunde, hier, Hero-Song, ne? Ich hatte ja wenigstens gedacht. Ja, nimmt man mal ein bisschen weiter mit runter unter den Zwölfs, da muss getraut werden. Warum denn? Wie viel geht das an? 10.000, wie viel? 10.000 irgendwas. 10.500. 10.500. Und der John Deere macht? 14.1, glaube ich. Richtig, Werner. Ja, alter Profi. Wenn der Mann ist drin, dann ist er nicht drin, ne? Das ist einfach. Ja. Was war denn überhaupt dieser Crane Multiplicator, den ich da genommen habe? Klass. Ja, da hätten wir eigentlich abtanken müssen, glaube ich. Crane Multiplier erhöht deinen Kornwert beim Abtanken. Ja, okay. Ich fahr mal gleich los mit dem, mit dem Traktor. Okay. Hauptsache eingesammelt. So. Schade, dass die anderen nicht. Die anderen machen gerade gut Punkte. Das Band ist voll und 29 Punkte pro Bein gerade. Schnell, Mario, bring das Zeug weg! Ja, ich bin da unterwegs. Aber ich sag mal so, bis ich da hinten bin, ne? Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Die haben aber auch einen Gabelstapler, ne? Das ist auch deren Vorteil. Das stimmt, das ist einfach eine Waffe. Ist einfach, Alter, ja. Bis ich jetzt da oben bin, bin ich ein alter Mann. Der andere Stapler, wie nennt man den? Bobcat oder was? Ja. Mit dem musst du aufpassen, den kannst du. Ich habe es versucht, irgendwie 4 Minuten lang Ballen aufs Band zu stapeln. Hat nicht funktioniert und dann habe ich irgendwann mal mit purer Gewalt gearbeitet. Habe mich hochgeschleudert und dann saß ich auf dem Rücken wie so ein Käfer und ich habe mich nicht bewegen können. Weil wenn die Raupe nicht auf dem Boden ist, machst du gar nichts mehr. Mario, willst du beim Dreschen dabei bleiben? Ich muss gleich. Ich lade jetzt gerade eben erstmal ab und dann sollte ich vielleicht. Willst du stacken? Ja, würde ich mal versuchen. Ja, ran da. Ich habe gerade den Johnny geholt. Aber ich muss gleich pressen, ich muss dir was hinbringen, oder? Ja, okay, cheaten wir mal. Der Job, der kommt gleich vor der ersten Brücke
in der Spielfeldmitte. Wann? Also direkt am Fluss. In 5 Sekunden bei dir wahrscheinlich. Ja, ich bin sofort da. In welcher Brücke? In der mittleren? Nein, in der ganz rechten. Ja, ich sehe. Spielfeldmitte. Speedlimit, Bane-Multiplikator. Haben sie auch, dann müsst ihr aber stacken. Ihr habt doch keine Ahnung, du musst durchlaufen. Na dann stacken mit Bane-Multiplier. Okay, Randy, abladen schnell! Ja, es liegen schon welche Ballen noch vor. Sammelt die ersten ein. Achso, okay. Bitte Brücke, zeig nee, nicht zu mir. Nein! So, wir haben einen besseren Multiplikator, jetzt kommt's drauf an. Ja, und Multiplayer drin. Muss aber die Ballen aufs Band. Ja, damit der Multiplikator hat sich erledigt. Hey, 90 Sekunden hat doch geheißen. Ja, aber jetzt, er meint, die anderen schütten gerade ab. Ach, aber ist in Ordnung, denn ihr bekommt immer noch viele, viele Punkte dafür jetzt. Also Rettungsversuch, Dings hat nicht geklappt. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich pressen oder soll ich einmal noch... Du könntest, ja, wie sieht's mit dem Schwert aus? Ja, wir brauchen ein Schwert, wie das aussieht. Wir müssen auf jeden Fall auch noch einmal abladen, ne? Können wir theoretisch auch noch machen. Ich habe keine Ballen mehr, gleich. Ja, ich bin noch am Produzieren, tut mir leid. Ich weiß nicht, wer es für eine gute Idee gefunden hat, die Schwert 3 Millionen Kilometer wegzulegen. Meine, wo bist du denn jetzt so? Bin doch nicht so. Ich glaube das ja nur. Also wenn wir nächstes Jahr das Ding hier gewinnen wollen, dann müssen wir noch ein bisschen üben. Ja, das machen wir schon, das ist auch kein Problem. Fängt bei der Auswahl schon mal an, ne? Ja. So, alle Ballen aufgeräumt, ich gehe die Presse retten und weiterpressen. Ordentlich. Dann Mario bitte weiter dreschen. Ja, mach ich. So, Presse, du oder ich. Jetzt kommst du auf. Verdammt, die Scheiße. Ich hab noch den Ballen abgelegt. Kann man jetzt sehen. Nein! Hör auf! Wie unglaublich war das denn jetzt? Habt ihr gesehen, der hat den einfach rausgeworfen, der Vogel. Bisschen weniger Gewalt, Werner. Ich hab gedacht, das ist eine dicke, fette Presse. Da kann man ja, schon mal, ne? Mit Hass. Immer mit Hass. Das wird doch nichts mit dem kleinen Popel-Johnny, diese Presse zu ziehen. Hier steht ein MF. Ja, das steht. Wir haben sie nicht so richtig gut geplant, ne? Planung? Was wäre eine Planung? Genau das ist es nämlich. Das sieht bei den anderen, wenn ich mal so rüber gucke, das sieht viel ordentlicher aus als mit den Schwaden. Ich gucke gar nicht rüber, weil das ist nur eine Blamage, wenn ich da rüber gucke. Ja, für die Kollegen da drüben, oder? Weil das ist ja frech, dass die viel geordneter sind, irgendwie. Ja, ja. Die haben auch immer früher ihre Hausaufgaben gemacht, weißt du? Sorry, Leute, sind das. Ach so. Noch die extra Aufgaben haben sie erledigt. Ja, ja, genau, weißt du? Stimmt, die extra Aufgaben. Solche Leute haben wir früher verprügelt. Wartung ist für Leute, die nicht improvisieren können. Stimmt auch, oder? Apropos improvisieren, will man nochmal Korn wegbringen? Soll ich das machen? Ja, der Multiplikator ist nicht so ganz geil für uns. Ja, dann haben wir nur keine Schwart gleich mehr. Also ja, doch, nein, die 10 Kilometer weiter weg wegliegt. Ach so, ja gut, pass auf dann. Ich mag den Modus irgendwie nicht, ne? Also, bin ehrlich. Was? Das hab ich jetzt nicht gehört. Ich muss mich erst damit anfreunden. Weil es bimmelt und es gibt irgendein Geräusch die ganze Zeit. Das sind die Bimmeln, das sind einfach nur die Tore. Wir haben Tore? Ich höre keine Geräusche, ich hab den auf leise gestellt. Brücken. Ach, das sind einfach nur die Brücken, ja. Oh, das ist aber ätzend, wenn man in dem Drescher drin sitzen bleiben muss zum Abladen. Wenn ihr lasst mich mal eine Schwarte übrig, bitte. Ja, mach hier noch kurz. Gut, fertig. Jeder Scheißding aber drunter. Pickup ist auch nicht immer unten. Da, also, ich bin gleich beim Abladen. Super Drop. Ja, guck grad. Oder Kilometer weit entfernt, aber ich fahr mal hin. Ich seh gar nichts. Wo ist der denn? Lord Baylor for Bales. Also wir kriegen 4 Ballen geschenkt, wenn ich den kriege. Ja, den muss aber auch... kriegt man nicht. Wunderbar. Was? Nee, schön. Also macht doch Spaß, ja. Alter, der New Holland, also der Tony, der verreckt gleich hier. So, ich lade jetzt gleich ab. Habt ihr Ballen am Start? Ja, ich habe 2 vorne drauf und den Rest bin ich gerade im Produzieren. Ja, ran da. Hätt's mir nicht. Ich muss beim Überladewagen auch wieder dranbleiben, ne? Sonst lädt er nicht ab, ne? Hä, hey, was war das denn jetzt für eine... Hä? Lars? Ja? Hast du es gesehen?
Bist du in Schneidwerk gekommen mit Ballen? Ja. Dann sind sie weg. Ach komm jetzt. Sehr gut, sehr gut. Hast du die Ballen weggedroschen? Yep. Ja. Wir wollen einfach mal alle Features ausprobieren. Meine Güte, du. Das gab's aber letztes Jahr auch schon. Das haben wir schon immer geschafft. Ehrlich? Ja, Randy, es tut mir sehr leid, aber ja. Das Ding hat nur gefühlt 7 PS. Aber diese fetten Traktoren haben alle ihre Nachteile. Gut, das decken sie einfach mal. Ich hätte die Presse ausmachen sollen. Ja. Wieso, hast du jetzt wieder welche weggefressen? Nein, nein, alles gut. Ah, okay, der hat wieder welche weggefressen. Nein. So, ihr könnt auch eben noch zwei Ballen hier hinlegen. Ich bin. Ja, die liegen. Hier liegt einer, wo ich jetzt gerade bin. Da drüben liegt einer oder zwei sogar. Hast du schon abgeladen, Mario? Ja. Da ist ja nichts verändert. Natürlich hat sich was verändert, danach haben die Kollegen abgeladen. Kann man denn nur so sein? Die mogeln noch. Ja. Pure Schummelei. Sind doch nur auf den Gewinn aus hier, ey. Ja, echt, ey. Immer nur das eine. Den fehlt es völlig an Spaß. Aber tatsächlich, der Johnny hier, der ist nicht schlecht beim Stacken, muss ich sagen. Also. Wenn ihr jetzt verliert, wird's peinlich. Wenn wir jetzt verlieren, kann jeder mal gucken, ob sein Prime Gaming aktuell noch irgendwie noch aktiviert werden kann und kann das gerne reinhauen. Prime Gaming ist kostenlos. Hast du das kleine Niederlage? So ein kleines Trostpflaster, weißt du? Ja, ist richtig, ne? Oder selber eine Runde mitspielen und es besser machen. Geht auch. Nico, komm mal hier rein in den TS. Nico, du spielst jetzt eine Runde hier mit. Lass doch mal meinen Ballen in Ruhe. Was denn? Ich wollte dir nur helfen. Ich gehe nochmal bald. Eine Minute. Ja, wir holen auf jeden Fall auf. So, jetzt haben wir aber langsam Schwartprobleme, beziehungsweise wir haben keinen Schwart. Ja, fahr die mal dahin. Mehr. Aber nach da vorne lacht auch noch ein Ball. Wir haben aber auch keine Dingens mehr, keine Ballen mehr. Ja, Ballen ist jetzt genau, wenn du da und rechts, dann kommt der noch. Wo seid ihr denn? Ja, frag mal Richie, der ist auch hier. Auf dem Nordrhein TV Play Teamspeak. Haben wir noch Dingens? Komm, dann macht Randy sofort da. Ach, immer diese Falschparker, ja. Es kommt der Winkel nicht hin. Nicht vom Band? Ja, ja. Schneller, 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 20 Sekunden. Randy? Ja. Ich kann die Abladegeschwindigkeit auch nicht durchpusten, oder? Ich muss hier unten dran machen. Mario, nimm dir noch was hier liegt, bitte. Ja. Ah, das reicht nicht. Ja, schade. Schadinski. Aber der geht noch. Ach, nein! 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 Der geht noch daneben. Ah! Naja, gut, der hätte auch nicht getan. Gut, wir bleiben lieber beim Carsten. Was denn? Ganz ehrlich, wir spielen hier gegen den Weltmeister. Wir haben das hier hervorragend gelöst. Wir spielen gegen eine Person aus dem Weltmeister, ne? Ja. Der nimmt drei andere Hops. Das ist ein Drittel. Ja, Wahnsinn. Und Stefan hat schon 25 Stunden gespielt, das ganze Woche hier, die ganze Woche. Such die, weißt du? Ja. Das ist auch so, wenn ich dich an Schlagzeug setze und du spielst gegen so eine Durchschlagzeugerin, weißt du? Das ist halt unnicht. Guck mal, wir haben sogar mehr Ballen gehabt. Ja, Wahnsinn. Ja, wir kommen ran. Aber die haben 65.000 Liter Korn abgegeben, Alter. Obwohl wir den Harvester-Streak hatten. Ja, den Harvester-Streak haben wir nicht genutzt. Ach so. Wir haben auch den Multiplier nicht genutzt, davon abgesehen. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, das Ding ist, Harvester-Streak, da haben wir ja drei Drescher. Aber es muss ja mindestens einer. Erwin, danke für deine 200. Wir können ja nicht mit drei Dreschern fahren. Weil es muss ja auch irgendjemand Ballen machen. Ach so. Ja. Es ist halt immer, dieses Streak ist ja nur, die kündigt im Endeffekt an, so frei nach dem Motto, wenn jetzt noch ein Drescher genommen wird, dann hat das andere Team keine Drescher mehr und das Ding ist vorbei. Was aber blöd. Also Rush halt. Homer lädt mit dem Drescher ab. Der fährt mit dem Drescher da hinten in die Ecke rein, oder was? Kann auch sein, ne? Ja, kann man auch machen. Nico, muss man das... Nico ist dein Nico, oder? Kann man den das Schneidwerk da vorne weg machen? Nico. Komm, verifizieren, sonst wirst du weggerubt. Ja, ist er. Ist er? Gut. Hi, Nico.
Nico? Werner? Bist du fit? Ich bin topfit, wie Daten ein sind hier im Raum. Einmal rein, bitte. Ja, Werner, das spiel du damit, dann mach ich mal Observer. Ne, ich wollte Observer machen. Ach so. Okay. Ich wollte euch geheime Informationen geben von anderen. Okay. Ja, ist ja klar. Oh nein. Ja, Brody, was anderes hast du da auch nicht gemacht. Ist richtig. Nein, ich war in eigenem Channel. Langweilig. GG, Jungs. Ach komm. Ich war in eigenem Channel. Ja, aber das macht doch keinen Spaß. Langweilig. Wo ist mein Team? Sollen wir jetzt kurz reinkommen, oder was? Du bist bei Mario. So. So, Stefan. Also, der Werner macht woanders hin. Da geh ich zocken. Tschüss. Alte Cheater. Bist du Cheater, hä? Ja, warum? Hier, mit dem Drescher abfahren. Drescher abladen, wo sind wir denn hier? Ja, aber hallo, wir hatten nur einen. Mann. Das ist doch überhaupt nicht, ja, und das ist doch überhaupt nicht erlaubt. Klaas, ist das erlaubt? Lass den mal raus, da kann der doch nichts dafür. Nein, jetzt. Zieh den doch nicht rein. Da, so. Ach so, ja, nee, ist klar, Jungs. So, ich mach jetzt Observer, ich gucke jetzt mal auf die Finger. Oma, ich hab dir was im TS geschickt. Magst du mal kurz gucken? Ja, Sekunde. Nee. Oder? Warte, ich guck mal. Nein, hab ich nicht. Im Rot, Nico. Ja, jetzt warte doch mal. Meine Güte, sind alle schon da. Hab ich nicht gekriegt, nein. Ich weiß nicht, Discord habe ich noch nicht geguckt, Klaas, aber nicht über Dingens. Nein, das wäre Mail. Nee, per Mail. Ich schreib dir mal auf dem Discord noch was. Okay, alles klar. Ach, Nico, an der Stelle übrigens Glückwunsch, ne? Klasse Leistung. Danke. So, warte mal, ich geh mal in den Raum. So, viel Spaß, Jungs. Oh. Viel Spaß, weißt du. Jetzt geht er in einen Raum. Wofür? Weiß ich auch nicht. Nur schmutzige Sachen. Oh nein. Sehr gut. Wenn Werner sich den Pressenboost aussucht, dann sollte er vielleicht auch pressen. Echt jetzt? Freunde, das war doch einfach nur gegrabt, damit die anderen das nicht nehmen. Richtig. Das ist der perfide Masterplan dahinter. So, meine Freunde, das wird mal wieder gebannt. Ja, Nico? Werner? Du musst aufpassen, Randy, nimm ganz gerne den Gabelstapler. Ach komm, halt die Kusche, Junge, sonst komme ich in deine Bergregion. Humorcastet. Da kann man noch so nachtragen sein, sehr schlimmer wie ich. Da ist der Burger auch noch. So, jetzt haben wir den Nico am Start. Der kann mich bestimmt mehr als würdevoll vertreten. Ja, ich danke, dass du da warst. Guten Hunger, guten Schlaf. Klaas, genau. Und schöne Arbeit. Danke dir. Danke, danke. Ach, vielleicht bis die Tage oder so. Wenn du mal spielt und mal Hilfe braucht. Ich schreibe mich bestimmt wieder mal an. Mal gucken, ob wir doch mal spielen nach dem Abend. Ah, alles klar. Also Mario, wann bist du wieder bei mir im Stream? Ja, du musst dich erstmal einladen. Vorher kann ich nicht kommen. Oh, alles klar. Einladung ist raus. Sag mir ein Wunschdatum. Ja, Montags oder Mittwochs? Ja. Sag mir ein Wunschdatum. Montags oder Mittwochs? Mittwoch ist immer Mittwoch. Ja, also schon dann Montag. Ja, irgendwann machen wir klar, ich melde mich bei dir. Schönen Abend noch. Ja, dir auch. Ja, danke. Auch. Nee. Das ist halt das Schöne, ne? Hier geht es um nichts. Du kannst einfach nur runterspielen, ein bisschen Spaß haben, den Randy foppen. Genau. Ne? Also, ganz ehrlich, ohne die Gabelstaplernummer hätten wir die Runde locker gewonnen. Muss man auch so festhalten, ne? Es Nico, gab in jeder Runde einen Grund dafür. Das können wir schon auch festhalten. Stimmt. Nico, wie findest du den neuen Modus? Du kannst ehrlich sein, kein Problem. Okay, nicht so geil. Nicht so geil, ne? Okay. Hier ist alles. Ist zu viel und ist auch wiederum ein bisschen kacke gemacht. Viel Glück abhängig, ne? Auch, muss man auch sagen. Jein, ja. Ich finde so, die wollten zu viel, meiner Meinung nach. Die wollten halt so, oh ja, das sollten wir ändern, das sollten wir ändern, das sollten wir ändern. Und jetzt musst du im Drescher sitzen und zum Abtanken, weißt du? Wo ich mir denke, immer kann es echt nicht werden. Ja, das oder alleine, dass wenn du ohne Unkraut, also mit Unkraut, dass du aufgebremst wird. Das triggert mich schon. Gut, ist ja noch eine Beta. Ja, das hat nichts mit Beta zu tun. Das einzigste Beta ist, dass die Ballen vom Band packen. Das ist das einzigste. Ich meine, dass wenn kein Unkraut da ist und du trotzdem ausgebremst, meinst du jetzt, wenn kein Unkraut da ist, dass du trotzdem ausgebremst wirst? Ja, das lassen die so. Naja, aber war das vorher nicht anders? Also war das vorher das Gleiche? Wenn du über die Saat gefahren bist, ohne Pflegebereifung, bremst du dich aus.
Da hat sich doch jetzt nichts geändert. Ob eine Unkraut oder mit Unkraut, sobald du durch die Saat fährst, ohne Pflegebereifung, bremst du dich aus. Ja, aber du wirst mit dem Drescher ausgebremst. Du wirst mit dem Drescher ausgebremst? Ja. Okay. Du wirst, wenn du Unkraut hast, wirst du mit dem Drescher ausgebremst. Aber wenn wir jetzt zum Glück Herbicide nehmen, dann geht das ja. Richtig. Du... So gut. Aber das also, heißt auch schon fast wieder bis auf... Und das Ding ist, es ist immer random, wo das Unkraut ist. Das heißt, man kann nicht mal eine Taktik aufbauen, wo man sagt, ich dresche jetzt immer so rum, dass ich jetzt da perfekt die Wege habe. Weil das immer zufällig ist. Bis du da einen perfekten Weg immer raus hast, fährst du da Kurven rein, die keiner will. Na gut. Ja, mal gucken, wie es wird. Nico, du weißt, wie das hier läuft, ne? Du sagst, was wir tun und so. Wir tun das. Und ich werfe ab und zu mal einen Vorschlag rein. Ja, ist mir egal, was wollt ihr denn jetzt machen? Ja, erstmal warten, bis es losgeht. Also, wir wollen das gewinnen. Achso. Ja, dann haben wir zweimal verloren. Ja, dann erstmal würde ich. Ach lol. Bei Nico, der hat den Marcel Ferguson da hinten. Mario, du hast einen Case-Drescher. Ich habe New Holland-Drescher. Also ich gehe auf den New Holland Drescher, geh du mal auf den Case Drescher, Mario, der ist links von dir. Und dann hätten wir da schon mal, gucken wir mal, Hauptsache wir haben Drescher. Auch mit dir? Nein, mein Drescher ist weg. Okay, egal. Hallo, fährst du mal los, du Clown? Dein Drescher ist auch weg. Ja, verdammt. Ne, nicht meine, ich hab noch einen. Davon abgesehen, okay, die haben Harvester Streak. Ich hab das heißt, wir haben noch einen Drescher. Die Kuhnpresse. Aber wenn es noch mit dem Pressen irgendwie zu sehen. Ich hab auch eine Presse. Ja, was mach ich jetzt so lange? Randy, der Randy, ja. Oder der, ich kann den Deutz noch runterfahren zur zum Überladenwagen, ja. Jo, nicht der optimale Start, würde man jetzt sagen. Ach. Eigentlich ist es sogar dumm, dass Randy am Drechen ist, weil du Under Pressure hast. Du solltest doch eigentlich auf jeden Fall Ballen machen. Ja, ja, komm, das Randy, ist richtig, dann, aber dann wir tauschen ja gerade. Ja. Deswegen, okay. Das ist ja. War ja eigentlich auch der Plan. Alle, ja, danke. Nur ich hab ja nicht erwartet, dass die gleich wieder alle Drescher hier nehmen. Was haben wir denn für eine Ballenpresse? Nico, weißt du denn, wie viel. Wie viel hier in den New Holland reingeht? In den Drescher? Immer noch 14,5 müsste es, glaube ich, sein. Okay. Mach mal weiter, immer weiter nach vorne, Marius, ne? Ja, also die ja, ich wollte nur einmal hier drehen und dann fahre ich hoch zur Brücke. Ich sag mal, also so ein Gefühl, haben wir eine Eingabeverzögerung, oder? Mario? Ja, bitte? Hörmann ist doch nicht im LS drin, oder? Wer? Hörmann. Nein. Nee. Boom, Junge, was ein fürs Ball. Das hat man das gesehen? Ja, das hat man gesehen, 102 Punkte. 98 hatte ich letztes Mal. Ich hab den einfach ganz oben reingeschossen direkt. Oben? Ganz oben. Ja, den First Ball ist ja, wurde ja gesagt, ist relativ. Hast du das mit dieser Ballenkanone gemacht? Ja, ja. Verrücktes Zeug hier. Die Drops sind da? Ja, die sind in der Nähe von Nico. Ja, genau, Nico, du musst da hin. Wir haben einmal einen Drop mit 3 Ballen. Und einmal einen 120 Herbicide Spot. Herbicide. Ja, aber wir wenig Korn haben. Drop picked up vom Gegnerteam, glaube ich. Aber wir haben Herbicide als großes Ping, ne? Ja, ja. Sehen wir auch jetzt Aber können wir schon abladen, den ÖLW? Ist der voll?
Du bist witzig. Da ist noch nicht mal die Plane offen. Da müssen irgendwer muss anfangen, die Plane aufmachen. Ich mach das mal. Ja, das hat sich auch geändert. Ne? Die Plane muss ab und man muss dann im Drescher sitzen bleiben, damit er ablädt. Ne? Ist das richtig? Ja, leider. Oh Mann, ey. So, und da sehen wir den Randy. Hallo. Mahlzeit, grüß Ihnen. Warum heißt du Profi-Gamer? Ja, du wirst doch jeden Tag ein anderer lustiger Name. Ah ja, stimmt. Nico, soll ich die Presse hier weiterfahren dann? Ja, wir haben leider nicht mehr genug Schwein, das ist das Problem. Ich darf jetzt erstmal das Gelümpe noch her, ne? Also kannst du weiterfahren. Oh Mario, keine Pflegereifung. Das gibt Abzüge in der B-Note. Ach, bitte. Wenn wir hier überhaupt eine B-Note hätten, wir sind bei C und Z-Noten. Ist der Case Maxum auch neu dabei? Ja, aber. Na, schon, ne? Auch der Meinung. So, wir gucken mal zum Gegner rüber, was der so macht. Oh, hier sieht's aber unordentlich aus. Ich kann euch sagen, die haben den MAN-LKW da stehen, ne? Ja, die haben vorhin auch schon eine Runde Big Hole gemacht. Ah, ist das, der Big Hole ist mit MAN-LKW oder was? Ja, das ist jetzt, ja. Ah, da ist Rapix momentan drin. Der Prodax fährt Drescher, ideal. Und der Richie fährt Presse. Da liegen momentan nur zwei Ballen vor der Scheune. Kammer Conway. Jo. Ah, das ist vielleicht weiter dreschen, einer. Jo. Ja, genau, Randy muss ja dreschen. Ne, Randy muss pressen, ne? Naja, bringt doch auch nichts, weil wir haben keine Schwert mehr. Okay, also die laden gerade ab, alles was geht, in ihren LKW rein. Was ist denn der Vorteil von dem LKW? Der macht so wie früher der Anhänger. Du bist noch schneller unterwegs. Nee, der ist auch größer und der hat halt doppelte Geschwindigkeit. Ist halt so wie Big Hole. Das ist das gleiche wie mit der Taktik, die wir im Finale gezeigt haben. Ja, okay. Nur, dass halt jetzt kein Acroliner mehr ist, sondern jetzt ein LKW. Und dass der LKW mehr fassen kann. Der ÖLW, was ja vorher nicht der Fall war. Fährt einer den Überladewagen unseren Weg? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Macht das Sinn, dass ich die aufs Band lege? Ja, kannst du auflegen. Ja, haben die noch keine Punkte gemacht? Nö. Nö. Man, bitte, da spielt zumindest der Weltmeister mit, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Da ist ja der Weltmeister, einer von den Weltmeistern. Hier ist er. Und fährt schon dir. Schlecht. Ja, die geilste Position haben wir gerade nicht. Aber noch sieht's gut aus. Oh, Prodax hat vergessen, wo das Rohr ist, auf welcher Seite. Ah ne, fährt weiter. So, wir schauen mal rüber zu unseren Jungs, den Nico. Zu unseren Jungs. So, da ist wieder so ein Drop. Ich weiß, ich kann die Symbole nicht so deuten. Es ist ja auch gar kein Symbol im Moment. Du siehst nur, dass da einer hinkommt. Hier siehst du nicht. Ah, das ist eine Vorprognose? Du siehst, wo der hinkommt. Ich sehe das auch mit diesem Six Cent. Aber ich kann halt, du weißt nicht, was kommt. Du weißt nur das, was kommt. Und dann zwei in 4 Sekunden, ne? Oder in 3, 2, 1 und dann gib ihm. So, da ist jetzt da. Direkt. Nein, die Ballen fallen runter. Nein, ich glaube, ich spinne. Direct Delivery. Was ist denn da los? Drain Multiplier. Nico. Direct Delivery. Ich bin on my way, Alter. Weiß es noch nie, was es gibt. Und auch ganz neu, man muss jetzt aussteigen, um diese Dinger zu bekommen. Ja, oh, mega. Nico ist sehr motiviert, sagt er. So. So, was ist hier? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, jetzt haben wir mehr Dings oder so. Das Band steht so gut wie, ne? Oh, ich habe eine richtig gute Multiplikator, Jungs. Haut rein. Ja, was mache ich denn hier die ganze Zeit? Ja, nix. Die Ballen runterfallen lassen auf dem Feld? Ja, da ist einer runtergefallen, komm. Ach so, einer. Okay, ich habe alle anderen nicht hier. Sie haben sich das angehört und nein, es fällt alles runter. Das fällt so aus der Ferne hängen. Das ist bei Profis so, wenn da einer runterfällt, dann ist das schon ein Desaster. Ja, ist es auch. So, ich komme wieder mit der Presse zurück. Ballen pressen. Ja, wenn du, Nico, hier den Öl... Achso, du hast das hier. Mario, kannst du da bitte mal kurz an den Öl-Dings hier... Traktor dran machen oder? Ich kann es auch machen. Ich kann es auch machen. Irgendwie einsteigen. Ich muss ja pressen. Jungs, holt ihr das? Nein. Also möglich, aber. Warum ist man denn immer so negativ? Was haben die denn da für einen perfiden Plan, dass die so lange nichts machen? Warte, ich geh mal gucken, was die da machen, warte. So, die fahren jetzt am Plan.
Die fahren jetzt mit zwei Fahrzeugen darüber. Und die sind am Abladen. Alter, die machen richtig. Oh, Rablix, Weltmeister? Das ist aber nicht weltmeisterhaft, was du da gerade machst. Komm, ja. Soll ich den Drescher weiterfahren? Also, ich hab, die haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ballen haben die, die jetzt hochbringen. Mit einem 2,9er Multiplikator, Jungs. Ihr seid sowas von am Poppes. Nico, mach mal, ja, genau, noch ein bisschen abladen. Ja. Also, das ist jetzt schon. Das gibt es richtig, Kasala. Also, die werden jetzt in kürzester Zeit so viele Punkte haben, dass das reichen wird. Ja. Drück mal I. Auch die Namen haben sie sehr, sehr schön gemacht, ne? Mit diesem blauen Hintergrund. Werner, du sollst eigentlich, müsstest du uns so ein bisschen. Nein, ich nehme gerade ein Video auf, ich seid mir gerade egal. Ach so. Ihr seid mir gerade egal. Was sind die abgehobenen YouTuber? Ich schaue gerade einen Weltmeister zu. Meine Güte. Oha, der Richard, der hängt ein bisschen ab. Der Richard, wollen wir mal gucken, was mit dem Gegner so los ist, sagt er? Ja. Der Richard übrigens, Top 4 der Welt, ne? Top 4 der Welt. Muss man mal dazu gesagt haben. Top 4 der Welt hängt einfach mal rum. Was heißt, der hängt rum? Ja, da stand an der Brücke. Ach so. Oh, seid ihr gerade am Abladen? Sehr gut. Das, glaube ich, macht denen gerade nicht so viel Spaß. Oh, sie haben auch jetzt aufgehört abzuladen. Also, das war jetzt. Ja, was macht denn der da? Vielleicht haben die auch irgendwie einen Masterplan dahinter. Warte mal, ich guck mal, wo der LKW ist. Irgendwas, Sex Station, irgendwas, keine Ahnung, kann es nicht, weiß nicht. Oh, die haben den LKW tatsächlich stehen gelassen. Oh, da ist noch was drin. Oh, die können jederzeit reinspringen und noch was abladen. Aber nicht mehr viel. Wenn ich hier testen müsste, so. Ja, aber 5, reinspringen 6.000. Bringt doch auch nichts, oder? Nee, aber du musst. Ah, der Brodax will da gleich hinfahren, abladen und dann abtanken. Das ist ja ein Schlitzohr. Oder ist der Mario? Ich bin aber gleich jetzt voll. Was mache ich denn jetzt mit dem Korn? Die anderen fahren mit dem Drescher rüber tatsächlich. Ja, versuchen wir da mit dem Drescher einfach rüber zu fahren. Aber der ÜLW ist halt abgedeckt, ne? Da geht halt nichts rein bei euch. Dann muss ich ja direkt mit dem Drescher abtanken, oder was? Das war gerade. Yes. Habt ihr denn genug? Aber wir haben nur einen Drescher und ihr habt da nicht genug Schwart, oder? Das ist. Die Problematik besteht so oder so, ja. Oh Mann. Also ihr seid noch vorne mit rein. Warum? Was ist jetzt passiert? Was hat das gerade für ein Drop? Ist irgendwas bei denen passiert oder so? Prodax lädt wieder ab, glaube ich. Oder? Ja, Prodax lädt ab. Was ist denn jetzt bei diesen. Ich werde mal die Liste gucken. Bei 6. Ja. Es lohnt sich. Liebe Zuschauer, mir fehlen die Anweisungen, deswegen fahre ich jetzt mit dem Drescher da hinten hin und tank das ab. Ja, gar nicht. Kannst du eigentlich. Also der mal bitte, danke. Nein! Der Alter ist scheiße. Da fällt doch wieder runter, oder? Also das Decken wäre ja gar nicht so mich. Natürlich fällst du Clown wieder runter. Mit dir. Da fallen alle Ballen runter. Ach, erzähl mal! Danke, hätte ich ja jetzt selber gar nicht gesehen, nehme. Ja, Profi-Gamer, Profi-Stecker. So, wieso haben die denn schon wieder mehr Ballen drauf, Werner? Ach, Werner ist gemutet. Der fällt auch wieder runter. Alter, müssen, Nico, müssen die Dinger all glatt? Ja, schon relativ. Eieieiei. Aber gibt's ja jetzt extra Alter, dieses neue Perk da. Das weitere Tor. Ja, stimmt. Für die nicht so guten Stecker. Hätte easy Stecker wählen sollen. Also, was sagt ihr, Jungs? Der Spielmodus ist noch offen, oder? Der Spiel ist voll offen, klar. Also ja, wir haben halt hier einen Haufen Ballen, nur
Ja, die haben auch einen Haufen Ball und leider einen besseren Multiplikator, Randy. Uns sind vorne. Ja, und bei denen fallen nicht die ganze Zeit die scheiß Ballen runter. Randy, du musst das ein bisschen mit Geduld fassen, das Ganze. Mit Geduld, Alter. Die sind 2 mm schief und schon fällt die Scheiße wieder runter. Ich guck mal nach, warte. Alter, ich hätte easy Stacker nennen sollen. Die Kerzen gerade, sollen wir das denn bitte draufnehmen, Junge? Das war aber nicht schön gemacht jetzt. Ja, ach, stell dir vor. Aber jetzt weißt du nicht, wie sich die Spieler fühlen, weißt du, wenn solche Play, solche komischen Plebs das Ganze kommentieren. Was? Also bitte? Aber die Frechheit, ey. Kann ich mal kurz drauflegen, Randy? Ja, komm. Wird bei mir eh nicht. Mein Ball haben wir genug da, ne, aber ich krieg die Dinger absolut nicht gerade drauf. Fahr sie aber jetzt unten rein. Bale-Tastic, was ist denn Bale-Tastic? Wir haben jetzt 8 Ballen hintereinander aufgeladen und da hat der eine der 8. Ballen jetzt irgendwie 6 Punkte gebracht. Ja, das stimmt, das hat Klaas vorhin erzählt, ne? Richtig. Die haben noch 3 auf dem Band, also die werden das Ding nach Hause holen. Och, meinst du? Ja, ich finde, das ist aber eine knappe Nummer geworden. Also, ich bin ja der mit der Glaskugel, ne, immer noch. Ja. Aber wir müssen auch festhalten, wenigstens haben sie nicht doppelt so viel wie wir. Ja, die Dinger klatschen. Ja, das stimmt, das hätte ich, ja. Also, ein Wahnsinn. Also, stacken gar keinen Bock. Alter, dann wirst du ja blöde dabei. Aber beim Stecken wirst du ja blöde. Da haben die oben extra so eine Mauer reingebaut, dass die Dinger runterfliegen, wenn die nicht alle glatt drauffliegen. Ja. Ja, liebe Leute, hier die Feed, das ist das, was wir heute Abend sehen. Und das werden wir so lange sehen, wie das hier weitergeht. Ah, da haben wir aber schon eine bessere Performance abgeliefert heute. Ja, wir hatten jetzt nur einen Drescher, was willst du denn da machen? Ja, ich glaube, also, da kann man... Da kannst du Nico dreimal klonen hier spielen lassen, das wird auch nichts werden. Ja, wir hätten, glaube ich, den Drescher tatsächlich abtanken müssen während der Fahrt, damit er weitermachen kann. Aber ich, wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Ich sehe hier Berge außenrum und Täler und Flüsse. Hm. Aber macht doch nichts draus, Werner hat ja das gleiche gemacht. Ach, das ist aber eine schöne Presse. Guck Na, Jungs. Hallo, Prodi. Hi. Na? Alter, Prodi, tu mich mal zu den anderen, bitte kurz. Ich kann dich nicht schieben. Ich kann niemanden schieben. So. Ja, ist so. Hier rein, hier rein. So. Jetzt sind alle in einem Raum. Jo. Jetzt sind wieder alle auf einer Bank. Alle vereint. So. Haben wir nicht so gern heute Abend. Was? Jungs, und? Was sagt ihr? Ja, also das Stecken, ist... Stecken, Felix, nimmst du mir nicht übel, aber für Stecken musst du schon eh am Dach haben. Ja, da musst du halt echt, also das Ding liegt Millimeter schief, fällt runter. Alter, also, ich würde da in den Studio ja nur rumbrüllen. Ich würde da ja, ey, ich habe jetzt 6 Ballen in der Pfote gehabt und alle sind runtergeflogen. Ich mir, wie gerade sollen wir es denn bitte noch drauflegen? Ey, die waren ein bisschen schief, die, ne? Ja, da war, weißt du, wenn der Lümmel so einen Klick nach links macht, so sah das Ding aus. Bist du runtergefallen. Ja. So, also liebe Firmen und Sponsoren, verpflichtet den Randy als Stacker, das wird sicher interessant. Also wetze mit dem Mords Gaudi. Auf jeden Fall. Und dem Felix, nimm Felix als Trainer dazu und zahl den 10.000. reicht das? Pro Stunde, pro Trainingsstunde. Meinst du, so Vollbox-Montur soll er auch noch bekommen, damit er sich wehren kann? Vielleicht. Wer weiß. Sollte auf jeden Fall nicht live vor Ort sein. Ach ja. Ja. So ist das. Aber es ist schon sehr komplex geworden, ne? Ja, aber. Im Vergleich zu dem vorherigen Modus, ne? Nee, wir haben das genau durchschaut. Am Ende steht immer die Feed da. Ach so, ja. Das liegt ja mal den Leuten, die ja mitspielen. Ich brauch's nicht. Es ist schon ganz komplett geworden. Du hast viel mehr zu tun. Ich hab eben, es geht immer besser, aber du hast immer noch keine, ich habe immer noch keine Übersicht. Hm. Also noch eine Runde oder Feierabend? Komm, eine Runde machen wir noch, oder? Komm, eine machen wir noch. Komm, Prodi, komm rein hier. Noch die letzte. Hast du den Clip angeschaut? Nein, schlecht, weil ich, BG hat super Move gemacht. Ja. Aber wir haben bei uns noch jeden frei. Also wenn der Nico, aha, der Nico hat ja... Ja, hallo zusammen und alle, die auch noch wieder nachträglich reingekommen sind. Ne? Das ist cool, dass ihr alle dabei seid. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen abgelenkt. Natürlich muss mir das, also ich versuche mich wirklich ein bisschen drauf zu konzentrieren, auch wenn der Spaß im Vordergrund steht. Aber ich versuche mich wirklich ein bisschen drauf zu konzentrieren, dass ich nicht den größten Müll baue.
Aber es ist echt schön. Es ist wirklich schön. Ja, Simone, das tust du definitiv mit Leidenschaft. Das kann man dir definitiv nachsagen. Des Königskardinal. Absolut. Kardinadelle. Ist auch schön. Ach, ja, keine Sorge. Werden wir nicht ständig machen, aber so hin und wieder mal eine Runde FSL. Wie gesagt, du hast doch ganz schön Spaß, oder? Eins für alle, eins für die, die Spaß heute Abend haben. Ja, das mit dem Stacken geht schon ganz gut, aber ja, wie gesagt, der Renny wollte ja auch mal, ne? Dort noch ein Profi auf die andere Seite gehen. Neben dem zweiten Profi, ja. Ah, auf ja, jeden Fall, Randy, du hast dich ganz gut auf die Seite gelegt mit der Presse. Ich hoffe, dass das jemand geklippt hat bei mir. Ich habe gerade Kamera drauf gehabt. So, auf geht's. Let's go. Es hat interessant ausgesehen. Felix? Ja? Ich weiß, das kennst du nicht so häufig, aber du wirst sehen, wie Defeat aussieht. Defeat. Wir wollen dir einfach mal, die andere Seite zeigen. Was denn? Ich geh dir einfach auf einen anderen Server. Ja, natürlich. Ich muss noch ansehen. Hallo? Ja, diesmal sollte ich aber die Captain-Phase nicht überspringen, ne? Kann jetzt einer moven hier. Ja, ist ja cool. Ich bin nicht bewegungsfähig. Achso, ja. Bist du angeschnallt? Nee. Warte mal, Richie. Wer war's noch? Rodax. Ich will auch. Aber warte, ich geh selber runter, warte. Ah ja, gehört. Der Rest ist dann bei uns. Ja, Felix, sag einfach einmal, was zu tun ist und dann machen wir das. Joa. Den Start nicht verkacken. Ich glaube, das ist unsere. Das ist das, was wir jetzt machen müssen. Nein, nicht unsere, das ist deine Sache. Was, den Start verkacken? Das konnte ich jetzt in der letzten Dings nicht. Ich habe gesagt, Mario, nimm den Drescher. Ich habe einen Drescher gesichert. Dann wollte ich den nächsten. Oh, meiner ist weg. Dann war der nächste auch weg. Kann ich doch nichts dafür. Die. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal das, was wir als Perk, als persönlichen Perk haben, auch nutzen. Ich hatte gerade den Stacker und du hast dann darauf gesteckt. Ja, weil es nichts anderes gab. Ja. Wir bannen nichts weg, obwohl wir können eigentlich den scheiß Ideal wegbannen, weil den werden sie nämlich wieder nehmen wollen. Also will ich jetzt keinen Punkt ab. Egal. Wir bannen nichts weg. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ansonsten ist ja die erste Phase beim Carsten. Ja, Pick- und Bannphase, es passiert nichts. Jetzt sind wir da. Bannen eher als beim Picken, ne? Weil Picken ist ja mal total unnötig. Kostet viel zu viel Punkte. Nehmen wir Herbicide? Oder was nehmen wir? Können wir Big Hall nehmen? Ist eigentlich egal. Wer macht das eigentlich bei denen, dass sie immer Big Hall und Ideal nehmen? Wer? Hat der Richie ausgesucht oder was? Keine Ahnung, ich wollte meistens Big Hall und Richie hat dann, oder Prodax, irgendjemand wollte ja ein Ideal. Es war aber an sich echt nicht blöd, muss man sagen. Ist es auch nicht. Und mit einem Drescher kann man auch richtig was reißen. So, dann nehme ich jetzt einen Unstoppable. Nee, ich glaube nicht, dass wir das so oft machen. Also, Dreschen, fürs Pressen. Vielleicht nochmal mit dem Klaas zusammen, aber jetzt nicht ständig. Keine Sorge. Ja, das System ist nicht so kompliziert. Ballen pressen und auf den Förderband drauf, ne? Alles andere drumherum ist halt so Bonus. Das ist richtig, Trevor. Was nehme ich, Felix? Kannst du eigentlich Valtra und boah, keine Ahnung, Sechsen Sinn oder sowas? Alles klar. Oder das mit dem Überladen ist eigentlich egal. Ach, keine Punkte mehr. Das ist das Problem halt, wenn du was pickst. Ja, aber es ist egal, die brauchen den ja nicht. Der hat jetzt ein Ideal sicher, der läuft jetzt zu irgendeinem Drescher und abfahren macht er ja mit einem LKW. Das ist ja das Geile. Ach so, wegen dem. Ja, stimmt, das kannst du nicht. Spart sich. Ja.
So, was hat Replix da unten? Eine Presse. Okay. Frische Krone. Krone-Presse wäre nicht schlecht. Mario, würden Sie den schwarzen da unten nehmen? Dann nehme ich den New Holland. Mach ich. Warum steht Richie jetzt hier auf einmal vor dem Tor? Steht auch bei mir da. Ach. Ach, Alter, bleibt da nicht eng. Haben wir den schwarzen? Also ideal? Nee, haben wir nicht. Warum haben wir den nicht? Ja, weil da ein anderer vor mir drin war. Also haben wir wieder noch einen Drescher? Also hier steht keiner mehr übrig, ja. Warte, ich lauf kurz hoch. Vielleicht ist ja noch frei. Nehme ich noch die Presse oben? Ja, MF ist noch frei. Die Fanpresse. Ja, die Fanpresse steht unten, also bei mir in der Richtung. Ich hab ein MF. Die hat Fanpresse. Die John Deere Presse ist noch frei. Ja, hab. Ach, jetzt gibt die noch dran. Ich werd wahnsinnig. So, hab's ja. Ach so. Ja, stimmt, liebe Leute. Dann mache ich gleich mal First Bell, wenn es geht. Das ist jetzt eigentlich mit dem Unkraut immer gleich? Oder ist das im Unterschied? Da habe ich wohl jetzt wieder das falsche Perk, ne, aber egal. So, soll ich jetzt auch noch dreschen oder was? Hallo? Sag Mario, dass er das Bild umschalten soll. Mario, du sollst das Bild umschalten. Hab ich schon. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt tun soll. Achso, soll ich dreschen oder pressen? Dreschen wahrscheinlich noch, ne? Jo. Da ist doch ein altes Gesicht hier. Haben Sie das wahrgenommen, Mario? Bitte? Sie soll das Bild umschalten. Ja, habe ich schon lange gemacht. Ja, ja, alles gut. Der Rap liegt mit der Krone und dem MF, Junge. Weißt du, was auch geil ist? Nee. Das Bild gibt unten genauso viele Punkte als oben. Ah, hab ich schon richtig schön. Oder zumindest ein bisschen weniger. Nö, soll gleich sein, laut Klaas. Das geht echt? Halt, der First Bell geht nur noch nach Zeit. Also schneller du den. Aber eigentlich hättest du jetzt mehr Punkte bekommen sollen. Also bei mir ist, glaube ich, gerade das Spiel abgestürzt. Ja, ja, oben gibt's ein bisschen echt? Mehr. Noch fährst du. Naja, aber. Oh ja, jetzt geht's weiter. Oha. So, ich fahr jetzt gedacht. Mal rüber. Wohin? Achso, 12 Minuten, genau. Ja. Ist gar nicht mehr so blöd. Okay, das ist halt jetzt nicht so geil, wo der Boost ist, aber. Hinter dir ist der Boost, Randy. Hinter mir? Ja, an der Ecke da vorne, bei der Brücke. Okay. Der Boost. Also auf die ist Grazulac, die oben ist, oder was? Nee, linke Brücke, die Mittelbrücke. Hier vorne an der Ecke. Ja, an der Ecke von vom Feld hier, vom links Feld, von dir. Da. Ah ja, Bale Drop nämlich. Gut. Dann hole ich mal noch den anderen Traktor, dass ich hier das Ding aufmachen kann. Kann man die nicht hier mit dem Drescher? Weil der JCB ist jetzt richtig scheiße, ne, Felix, oder? Ja, bringt mir ja nichts. Das Aussteigen ist so dumm. Aber ich finde den Headstart echt geil, ich wenn man da nicht euch neu beschleunigen muss. Ja, man könnte ja, aber es ist nicht wie Chiptuning, ne? Nee. Aber am Start auf jeden Fall. Also, der geht echt richtig schnell ab. Also ich würde fast sagen, am Start besser als Chiptuning. Ja, und halt zum nächsten Wechsel. Ist eigentlich so ein Perk, so ein eher zum Rushen jetzt benutzt, ne? Ja, genau. Also wenn du auf Drescher gehst oder so. Wird instant richtig schnell tauschen können. Felix, ja. Der Weltmeister. Wie viel hast du jetzt drin, Mario? Ich hab 12.500. Ja. Okay. Können wir komplett reinladen, oder? Ja, du kannst komplett reinladen, ne? Das hier kurz ein bisschen ab. Du nicht auch? Nee, ich hab 14.000, da kommen wir drüber. Okay.
werde uns gleich abbrechen. Fahre ich den Überladewagen weg oder halte ich den noch hier? Den würde ich wegfahren. Oder wollen Sie wegfahren? Ne, fahr du ruhig weg. Komm, dann gehe ich in den. Dann mache ich den hier leer, den Drescher, und den anderen fahre ich weiter. Dann fahr mal weg. Ja, das ist richtig. Dann machen wir noch ein bisschen. Das Ding voll ist, ja. Ja, stetzen wir noch rein, da geht noch ein bisschen was. Ja, komm, mach mal. Weg da. Weg da, sagst du? Ja, komm, komm. Ja. Ja, du fährst jetzt. Ich fahr jetzt aber. Ja, dann stack ich schon mal. Yep. Beziehungsweise ich hol die drei und dann. Hallo, ich heiße Dresche. Drescher. Profi Felix. Hab dich jetzt genau im Auge. Alter. Also da kennt er die Taktik noch nicht hinter, ne? Die kennt einfach keiner. Es wundert mich einfach, dass es niemand erkannt hat beim Spielen. Was denn? Sag ich dir jetzt nicht. Der Band macht ja jetzt Geräusche. Mm. Boah, Junge, geil, in der Scheune drin. Aua! Sag mal! Wird denn da auch eine Hütte rein, Junge? Na ja, gut, egal. So. So, liebe Leute, wir haben ein bisschen mit euch quatschen, ne? Jo. Wenn die Kollegen hier, Gleich drauf. Gerade ich hab noch seine komische Rede gestellt. Jetzt geht's los, jetzt kommt wieder Profi-Stacker. Und wird abgekippt. Mario, der Drop kommt rechts von dir. Hier oben, unten an der Bucht. Ja. 30 Sekunden dauert es dann, ne? Gleich genau rechts von dir. Links von dir. Links jetzt von mir, ja. Muss jetzt. Ich mich da erst dran stellen? So. Was nehme ich denn? Mal Speed Up, glaube ich. Oder? Ja doch, Speed Up. So. Dass die 8000 mal drinnen kommen mit den 8000, würde? Jo. Das ist dumm, dass du die nicht aufeinander stacken kannst. Ja, Ballen. Das ist echt so. Was, die Ballen? Ja, die also fallen auf den Bus oder? Runter. Ah, okay. Ja, ich denke. Also, das ist verständlich für mich. Das ist Beta so, weißt du? Dass man sagt, so Physik Mario, steht noch nicht ganz. Raus. Aber ja. So hat ein paar Sachen, das ist für mich nicht mehr Beta. Wo bist du denn? Achso, du kommst hier hinter mir. Ich komm da hinten erst. Wir können doch gerne einfach fahren, ich war neben sie, also schneller geht die Scheiße nämlich raus. Ja, dann bitte. Voll, Mario, du siehst den Drop selber, ne? Ja. Was? Da musst du nicht ran. Nein. Wird gleich eine Combo haben. René, Profi, Profi-Gamer. Klicken. Wieso denn? Ja, weil nimm du doch alles mit. Auf Boden schüttest, Junge. Siehst du das denn nicht? Ja, du sollst dann runterfahren. Ja, du hast doch gesagt, ich soll fahren. Nee, komm, bleib stehen. Alter, haben die Big Hole. Ja. Oh, ihr Bild-Test. Ach, der läuft doch, Renny. Nachdem 5000 Liter auf dem Boden gelandet sind, ha. Quatsch, das waren keine 5000 Liter. Das haben wir alles gar nicht nötig. Oh Gott, dass ich mich mal vor Replix schämen muss. Man muss zu seinen Unfähigkeiten einfach stehen, Renny. Schön, dass du das sagst. Dann stehen sie mal dazu. Ja, ich stehe dazu. Gut, dann gucken wir, wie viel wir mit 20.000 wegdrücken können. Nicht viel, denke ich mal. Haben wir hier eine Lücke? Ja. Kann das sein, dass wir echt jetzt den Deutz haben und den lassen wir jetzt da oben rumstehen? Ja. Ich muss gleich mal ein paar Ballen drauf tun. Dann eine dicke Combo. Ich kann aber gleich den Stacker tauschen, dass der Deutz an den ÖRW rangeht, wenn wir den nochmal abkippen wollen oder können. So.
Und gegengedrückt. Oh, sorry. Der Weltmeister. Was ja, das ist auch blöd, dass die Schneidwerke Kollision haben, das kann ich schon verstehen. Wie ist das jetzt mit Kombo, Nico? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Du musst jetzt Ballen mal drauflegen gleich. Wie lange geht das? Egal, mach einfach einen Ballen drauf. Bringt dir sicher was, wir haben jetzt einen 1-1er. Jetzt kannst du hier keinen Ballen mehr drauf tun. Ja, passt. Ich weiß gar nicht, wenn es bringt, einen unten rein zu tun. Alter, da sind einfach die Mächtigen. Alter, diese Drohendrop. Warum kommen die immer da hinten, Alter? Das ist absolut dumm von Giants. Absolut. Aber schon, die Fresse ist echt geil. Mhm. Fahre ich jetzt den, soll ich die Drescher jetzt wegfahren zum Abladen? Ja, warte mal, ich will mal kurz gucken, wo die Drops kommen. Kommen wir mal da hinten. Ach, da hinten, ja, warte mal, da komm ich hin. Was haben wir denn da? Das? Bail Points 40. Weiß nicht, ob das 40 Punkte gibt. Ja. Bei dem gibt es nämlich 110, wow. Als ob. Also, sollte schneller da sein. Oh Gott, hier ist Wasser. Egal. Hab's. Von denen fährt niemand. Also von dem fährt niemand. Ich höre diese Karte, erkenne ich einfach noch nicht. Ne? So, was ist jetzt der Kacke ÖLW? So Leute, jetzt ah, Mario, du fährst jetzt schon hinter, ja? Ja, ich fahr das weg. Was willst du denn mit dem Überladen machen? Ja, guck das mal, dass du mit der Presse da Felix noch ein paar Sachen, ein paar Ballen hinlegst. Jo. Viel mehr kriegen wir sowieso nicht mehr zustande. Ich glaube, wir müssen mal Korn abladen. Ja, ich bin dabei. Aber ich habe tatsächlich nur einen Drescher voll, mehr gibt es nicht. Das sind immer 14.000 Liter. Wenn die natürlich gleich wieder drücken, dann können wir auch nichts machen. Ja, Homer hat, glaube ich, noch was. Podax hat noch was. Aber die machen jetzt richtig gute Punkte. Verstehe jetzt noch nicht ganz. Was, mehr war das jetzt nicht? Ja, woher soll ich denn nehmen? Ich dachte, der Drescher war voll. Ja, war der auch. Okay, dann werden die Multiplikatoren zum Ende hin aber auch immer mehr. Also, hat dieses Easy Stacker jeder eigentlich? Nee. Nee, kann nur einmal ausgewählt werden. Und dann ja. Ist nur die Person, wenn die in der Nähe ist. Ah. Also, wenn ja, die Person, weil die es hat. Ja, hat gerade Ballen drauf getan, obwohl Homer das Easy Stacker hat. Ja, dann ist bei ihm größer. Wenn Homer in der Nähe ist. Ach so. Meinte zumindest Homer vorher. Verdammt. Boah, das sieht nicht so gut aus für euch, ne? Ja. Weil es ist das erste Mal, ne? Wir kennen das, aber. Ich hab doch gesagt, das muss auch mal, man muss auch mal verlieren können, ne? Der Prodox fährt jetzt halt nochmal. Homer spielt gar nicht. Klar, das ist Captain. Sag nix. Alter, einfach der Weltmeister. Ich nehme jetzt hier auch mit deinen Sprüchen auf. Böse, stabile Punktzahl. Also bei den anderen. Aber jetzt gibt's eh nichts mehr zu machen. Nö. Wir haben auch keine Ballen mehr. LKW ist der Weg zum Sieg. Können doch den Kampf der Frontlader ausfechten.
Ja, aktuell scheint der Bicool. So kann man es auch machen. Ja, schieb den Wald raufs Band, genau. Soll ja angeblich gehen, ne? Da kann man ja anscheinend hochfahren. Felix, fahr mal da hoch. Ja, das so halbwegs. Defeat. So, Felix, so fühlt sich das an. Hat er doch auch zweimal erlebt. Ja. In der ganzen Season, ne? Nee, öfters habt ihr verloren. Ihr habt mal gegen Grimme verloren, mal gegen John Deere. Aber das ist jetzt, also was gegen das OEG. Was das Kornabliefern angeht, ist echt mehr geworden, ne? Ich meine, wir hatten jetzt schon mal 65.000, 70.000, 6.000. Wir haben 111.000. Oder 111.000. Ah ja, stimmt, die haben 111.000 delivered. Mit Multiplier, ja. Dafür aber viel mehr Ball hingefahren, ne? Aber ich hoffe, die ändern da noch was. Ansonsten ist Big Hole ein bisschen Standard, OP. Ne? Musst du das haben, ne? Ja. Ich denke mal, dann werden die noch einiges noch fixen. Ich sehe da auch schon wieder kommen, Alter. Also, ganz ehrlich, jetzt so aus Caster-Sicht gesehen, da muss jetzt ein halbes Studium abschließen. Hallo, Jungs. Guten Tag. Ja, können wir den Ritchie mal ziehen? Ich weiß nicht, ob ich den selber ziehen kann. Nee, kann ich nicht. Also da musst du halt echt ein Studium ablegen. Es ist schon komplex geworden, das Game, ne? Ja, nee, für die Spieler ist es ja die eine Sache, für uns die andere. Ja. Wir müssen ein halbes Studium ablegen. Ja, aber was ist denn jetzt noch, was heißt denn ein halbes Studium? Klar, der muss ja jetzt wissen, was die Vorteile sind, aber dadurch kannst du doch was erzählen beim Casten. Stehst du nicht nur daneben in der Phase? Ja, du hast auf jeden Fall Phase keine Langeweile mehr beim Erzählen, ne? Nein, da hast du keine Ahnung. Du hast jetzt keine Vorbereitungsphase in dem Sinne mehr, das ist richtig. Aber du musst die ganzen Random-Dinger kennen. Ja, da musst du die ganze Funktion Jungs, dieser Random-Dinger Jungs, kennen. Jungs, nochmal der Richie ziehen. So. Aber es hat Spaß gemacht. Also, aber 120.000 Liter Grain ist schon heftig. Hallo. So, da ist er. Ja, ich schon, ja. Gut. Ach, liebe Leute, ja, wir machen gleich Feiern. Den Ball stillzulegen war eigentlich gar nicht. Aber warte mal, einen schönen Abend. Sag mal was anderes, ne? Machen wir aber nicht so oft, keine Sorge. So. Aber schön, dass ihr trotzdem so lange hier seid. Es hat gequalmt, würde ich sagen. Zweimal. Es war wirklich eine geile Runde, ja. So. Gut, aber ich gehe schnell noch meine Mission fertig machen und nachher muss ich ins Bett. Was hast du denn für eine Mission? Ja, ich habe Transportmission, wo ich die Hälfte von der Palette noch abgeladen habe. Okay, oder soll ich dir helfen, Prodax? Nein. Ich helfe dir echt gerne. Regnet es noch? Cool. Achso, er hört mich. Regnet es noch? Ja. Kannst du mal kurz zeigen, wie die anderen finanziell aufgestellt sind? Ist mir schon egal. Ja, dann machen wir eben Feierabend. Moment. So, liebe Leute, ne? Wir haben heute mal einen Abend FSL gespielt. Wir können noch eben eine kleine Runde quatschen. Ich mache mal eben hier den Screenshot noch so davor. So. Was haltet ihr denn von dieser neuen FSL-Karte? Schreibt doch mal rein. Ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, das ist wirklich spannend. Ich glaube, auf der Karte auch, also was Randy jetzt meinte, ich glaube, das Casten auf der Karte macht schon auch Spaß. Weil du einfach andere Möglichkeiten hast, die Sachen jetzt auch anzugucken und andere Sachen. Also ich hoffe, dass man so eine Mehrkamerasicht bekommt oder mehr so hin und her springen kann. Vielleicht kannst du als Caster sogar auch den Observer machen oder so. Das wäre schon cool, wenn die da so ein bisschen so ein bisschen agiler unterwegs wären, ne? Ja, ich finde auch, ist mal was anderes, ne? Aber ich sage euch ganz ehrlich, ne? Ich habe ja gehofft, dass wir von den Profis so ein bisschen Tipps kriegen, aber das war, die waren ja so ein bisschen unter sich und haben so ein bisschen geguckt, was da ist. Also so mitnehmen war nicht. Aber wir haben auf jeden Fall einen lustigen Abend gehabt, ne? Kompliziert zu verfolgen, ja, das liegt ja dran. Also ich würde euch das auch gerne immer erklären. Ich bin aber, ich weiß es selber noch nicht, ne, was am sinnvollsten ist. Also die Anweisung von Renny war natürlich Quatsch, auch gerade mit dem Drescher, der hätte halt daneben fahren müssen. Ne? Ich dresche und der muss gucken, dass das Ding da reinkommt. Das ist seine Aufgabe in dem Moment. Also da muss man natürlich irgendwie gucken, welche die richtigen Fahrtwege sind, aber das mit dem Big Hole, mit dem LKW abfahren, das ist schon ziemlich enorm. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich auch so, dass die, jetzt haben wir mal eine Karte, ne, eine ordentliche, die
die noch ein bisschen was aussieht. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und hier mit Berg und Tal, das ist, wird entscheidend sein. Also wird tatsächlich später in den Profiligen wird es entscheidend sein, welchen Drescher du hast. Kommst du damit gut den Berg hoch oder nicht? Musst du quer zum Berg fahren, damit ihr da gut rumkommt und solche Sachen. Ne? Es ist auf jeden Fall abwechslungsreicher als vorher, genau. Ja, richtig, Simone. Ja, wie gesagt, war nicht meine Aufgabe im Moment. Aber da muss man sich halt meine Gruppe absprechen. Ne? Wir sind ja heute völlig chaotisch drauf gekommen und ich finde, so war der Abend auch völlig chaotisch. Aber auch ein bisschen Spaß, ne? Ja, Elki, das liegt daran, weil das nicht realistisch ist. Deswegen ist das nichts für dich. Ne? Realismus ist hier nicht so. So. Schön, dass ihr den ganzen Abend so lange dabei wart und dass ihr das so mitgemacht habt, den Spaß, auch wenn ich die ganze Zeit nicht mit euch gequatscht habe. Vielen Dank trotzdem dafür. Hat mir sehr gefallen. Guck mal, hier gibt es die Lobeshymnen von Sören für deinen tollen Stream. Ja, richtig, eben. Ne, fürs erste Mal hier rauf und haben wir da schon ein paar Sachen gemacht. Wir müssen auch überlegen auf der klar, der Felix hat vorhin mit uns, jetzt gerade mit uns gespielt, aber ich glaube, der hat auch vorausgesetzt, dass wir schon irgendwie einen Plan haben, aber einen Plan haben wir ja wirklich gar nicht gehabt. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das öfter machen, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich nicht in der Runde, dann war mal ein Versuch. Kann ich noch nicht sagen. Ich werde aber vielleicht mal mit Klaas nochmal einen Mittwochabend spielen, ne? Das wäre dann nochmal eine Runde FSL spielen, das können wir schon vorstellen. Der hat uns ja eingeladen, der Montags oder Mittwochs, müssen wir mal gucken. Mittwochabend dann wahrscheinlich eher. Dann würden wir das mal zusammen machen. Und dann können wir auch ein paar mehr Taktiken auch rausfinden, wie das so funktioniert. Ne? Chris Gaming bitte nicht, sagt er. Nein, keine Sorge, nicht so ewig. Nein, habe ich ja gesagt, mittwochs, nicht montags. Aber da finden die Senioren auch nicht so gut. Ne? Mittwochs machen wir immer Kandelin. Ja, ist halt, irgendwas ist halt immer, ne? Ich finde auch, das war mal ein lustiger Abend. Aber keine Sorge, wir werden jetzt nicht durch die FSL ablösen unsere Streams. Wir werden jetzt wieder schön Traktor gemütlich fahren. Ne? Aber wie gesagt, cool, dass sowas einfach damit geht. Das finde ich echt gut. So, jetzt aber wirklich, jetzt schmeiße ich euch raus. Wie gesagt, war wieder schön mit euch. Danke an die Moderatoren auch für eure fleißigen Kommentare. Und natürlich an alle anderen, die so schön geschrieben haben. Und, ne, wir kommen, Däumchenparty machen wir natürlich noch, ne? Kriegen wir die 4 Däumchen noch zusammen für 250, dann machen wir noch eine kurze Däumchenparty. Ja, die Woche ist wirklich zu kurz, da hat man einfach nicht so viel zusammen. Da, die 4 Däumchen sind da. Komm hier, pass auf. Und dann gibt es den Hero Song für euch, meine Lieben. Nur für euch, für alle Däumchengeber, für Daumendrücker, für Nase mit dem Daumenpopler, alle, die mit dem Daumen Spaß haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich, bevor es ins Bett geht, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft schön und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Am Sonntagabend, denke ich, werden wir wieder von der Ellerbach streamen. So, bis dahin. Alles Gute, bye bye und ade.